Sag mal, Leute, ist da jetzt jemand oder was? Schreibt doch mal. Ich bin hier schon so lange online und keiner schreibt in den Chat, was ist eigentlich los mit euch? Was geht? Guten Abend, Leute. Guten Abend. Es ist M zu dem Uniberg auf eurem Bildschirm. Und ja. Was soll man dazu sagen? Er ist wieder da, Leute. Er ist wieder on the line. Kleinen Moment, bitte. Ich muss mal ganz kurz meinen Titel ändern. Auf Stream Nummer 9, Leute. 9 Tage in Folge. Wird das etwa wieder eine 20-Tage-Row, Leute? Schaffen wir es, 20 Tage in Folge zu streamen? Schaffen wir diesmal 30 Tage, ist die Frage. Schaffen wir 30 Tage, Leute? Schaffen wir das? Er ist wieder da. Papa ist zurück vom Milch holen. Juhu, Papa ist wieder da. Papa, hast du mir was mitgebracht? Ja, mein Kind. Mir fällt nichts Gutes ein. Leute, hier einfügen, was Papa mitgebracht hat. Okay. Mir ist nichts Lustiges eingefallen, Leute. Wir machen heute, habe ich mir gedacht, mal wieder die Post-Playlist an. Ich habe hier eine richtig schöne Post-Playlist. Wollt ihr die mal sehen? Ihr wollt die doch unbedingt sehen, Leute. Ihr wollt immer alles sehen. Immer. Kleinen Moment. Hier. Leute, hier, guck. Wir haben hier Alles brennt. Von Temis. Warte. Wir haben hier einmal Alles brennt von Temis. Wir haben hier einmal Alles nur geklaut von Spuk. Träume nicht mehr von Millennium Kid. Unendlichkeit von Millennium Kid. Nur zu weit von Traumatin. Filter von Andermords. Sonnenblumenfeld von Nant. ICE 579. Ich hab mich so auf dich gefreut. Alles anders, alles neu von Temis. Und Einfach sein von Leuchtstoff. Hat der jemals mal wieder was gemacht? Nö. 3,7 Millionen. Alter, und 30.000 Leute hören den Song noch. Sehr gut zu sehen, wie viele Leute den Song noch hören, weil er nur einen einzigen Song hat. Ja, der hat sich gedacht, Hit gemaked. Ich hab dein Shit getaked. Und nun bin ich Lit und 8. Das Niveau ist mal wieder an oberster Stelle in diesem Stream. Ja, Papa's da, hallo. Na, meine kleinen Süßen. Na, hattet ihr heute einen schönen Tag? Was habt ihr heute Süßes gemacht, meine Kleinen? Ich habe jetzt mit Schläge gerechnet. Sowas mache ich natürlich nicht. On-cam. Oh mein Gott, du hast mir das neue Barbie-Dream-Schloss mitgebracht. Ja, klar. Klar. Das hab ich. Nicht aus dem Mülleimer gefischt. Was? Einmal was gemacht, dann nie wieder. RIP. Was meinst du? Achso, Leuchtstoff. Ja. Komm, wir machen jetzt mal hier an. Er redet drüber und schaltet nicht an. Der Profi einfach. Habe ich nicht eigentlich auch... Moment mal. Habe ich nicht eigentlich neue Post-Songs eigentlich auch... Der andere Planet von Millennium Kid. Millennium Kid macht viel. Tue ich auch mal einen Post rein. Aber lange nicht mehr so eine Post-Songs gehört, muss ich sagen. Hier sind echt nicht mehr viele drin. Darius. Mach dir mal Gedanken darüber. Okay, was? Dann muss ich jetzt einmal, kriegen wir heute die Darius Content Cam. Darius möchte uns unbedingt zeigen, was er in seinem Spiel macht. Das lassen wir natürlich zu. Bis ich der erste Biss fährt, Leute. Dann muss ich abbrechen. Abbruch. Nein, Spaß.
Dann habt ihr auch noch ein bisschen Content neben dem allerechtesten Moti. Vielleicht auch ein bisschen spannender, als jeden Tag dasselbe zu sehen. Ich mache ja jeden Tag exakt dasselbe. Okay. Einmal hier drüber. Bitteschön. Dann hier. Die Darius Content Cam. Easy, easy. Dann brauche ich meine Dailies offen. Hier. Okay. Let's go. Ich bin eben schon mal, ich bin auch versehen hier reingegangen, deswegen bin ich schon hier drin. Ich muss erst PE also machen heute. Das ist jetzt sehr nervig. Das ist jetzt richtig nervig, aber das ist ja nur kurz. Ihr wisst Bescheid, Leute, wenn ich, während ich das mache, kann ich den Chat nicht sehen. Komm, heute kaufe ich wieder die 3-Euro-Pille. Ich habe keinen Bock. 3 Liang meine ich. Gar keinen Bock, dass das ewig dauert. Ich will nicht gestunt werden können. 3 Liang, das gönnen wir uns heute mal. Wir reichen Leute. Reichtum wird hier groß geschrieben. Groß geschrieben wie M zu dem Oti. Wow, mein Twink ist jetzt schon tot. Perfekt. Und Darius Content Cam scheint ein bisschen zu laggen heute. Was ist denn da los? Liegt das an mir? Nee, oder? Liegt das an mir oder was? Es ist so entspannt, wenn man Red Armor hat. Man kann durch nichts gestunt werden. Ich kann hier einfach... Okay, das geht! Interessant. Er kann mich aber einmal kampfunfähig machen. Aber das ist zumindest nur kampfunfähig. Und ich alle 3 Sekunden stun. Ach so, haben wir schon mal stun gehört? Ach, lass doch, mach noch einen stun reinhauen. Mehr stuns sind immer besser. Haben wir geklaut, so wie Pokémon ihre erste Generation. Hab ich eben erfahren. Ich hab Darius eben ein schönes Bild geschickt. Weil ich hab ein Space Frogs Video gesehen. Und die haben das da drin gezeigt, dass die ersten Pokémoner von einem Franchise geklaut sind, das 10 Jahre vorher entstanden ist. So macht man das also. Man kopiert einfach etwas und wird dann einfach zur größten Marke der Welt. War doch so, oder? War Pokémon nicht die größte, zumindest Spiele, Franchise, Kindermarke der Welt? War das nicht so? Irgendwie sowas, oder? Gefährliches Halbwissen. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin nicht Jesus Christus. Genagelt werde ich nur selten gerne. Okay, dann haben wir das abgeschließt, duper abgeschließt. Und jetzt sehe ich den Chat wieder. Guten Abend, Leute, guten Abend. Es ist ja wunderschön, euch hier zu sehen. Aufgestanden und Fahrrad gefahren und jetzt 7 Stunden gearbeitet und ihr so, ich bin interessiert. Ich bin aufgestanden, so circa um 1.30 Uhr nachts und seitdem spiele ich Aljafushu. So wie jeden Tag. Ja, besser mal dazu sagen, ne? Okay, einmal was gemacht. Das habe ich schon gelesen. Deswegen ist da Ketchup drauf. Ketchup? Ich habe gesagt, ich könnte Content Cam anmachen. Du hast ja gesagt. Jetzt tanze ich hier den ganzen Stream. Okay, Darius. Darius danced up. Hörst du auf zu tanzen, wenn du den Song nicht magst? Das sollte ich tun. Gute Idee. Ich glaube, mein Internet... Darius, magst du den Song nicht? Du hast aufgehört zu tanzen. Was ist denn das Problem, Darius? Ich dachte, Pokémon hätte von Digimon geklaut. Nee. Nee. No.
Alles, was wir haben, haben wir geklaut. Es ist so nervig, dass ich meine Cheapill nicht benutzen kann. Ich muss die jetzt aufwarten, bis ich ein Spiel 0 Uhr habe. Das ist erst in 2,5 Stunden. So, meine letzte Kiste für heute. Ach, hier waren die Marshall-Dings-Toy. Ach, scheiße. Es ist gerade die Zeit, aber wahrscheinlich bekomme ich kein Geld mehr daraus. Ja, dann bewahre ich die bis morgen auf. Ich habe mich eben gefragt, woher man die nochmal bekommt. Es war die Daily Kiste. Naja, jetzt habe ich es verpasst. Der kann weg. Mache ich eh nie. Mein Inventar ist ein bisschen voll, habe ich das Gefühl. Ich muss mal hier Single Sword. Dann das hier kultivieren. Dann. Die gehen nicht da drauf? Express in a one day, please use that. Cannot be used when. Was will der von mir? Warum? Bei welchen Skillsets darf ich das, den Scheiß benutzen? Bei Gucci-Dagger jetzt wieder nur, oder was? Oder was? Wie sieht's hier aus? Nö. Also wahrscheinlich wieder nur Gucci-Dagger, weil da die Yongu-Skills dran stehen. Ich glaube, Gucci-Dagger sind die Yongu-Skills. 200k. Kann ich auch... Hä? Hä? Junge or Martial Arts Ultimate Skills. Hä? Keine Ahnung. Ich level meinen dritten Inner weiter. Der ist bald fertig auf 36, Leute. Dann kann ich endlich Rework öffnen. Reworks! Ja! Okay. Weiß auch nie, woher das alles kommt, Leute. Wenn ich streame, dann geht's einfach ab. Unser neues HSK kommt einfach nicht zu deren ersten Schicht. Ist einfach nicht zu deren ersten Schicht gekommen. Ketchup ist auf meinem Barbie Dream Schloss. Ich weiß nicht, was du meinst, Aki. Ketchup. Ketchup. Achso, ja, okay. Ah, ja, ich remember, was ich eben gesagt habe. Es tut mir leid, ich hab ein Fliegenhirn. I'm a fly. Fly away with me to a place where we could be anyone you wanna be, sag ich immer. Okay. Die TP habe ich heute schon gemaked. Master Student Shop, nicht vergessen, der Master Student Shop. Wir brauchen Desolate Beast Stones und wir brauchen He Family Token. Und dann Suchu Box. Habe ich die heute schon geholt? Keine Ahnung. Werden wir herausfinden. Es ist so schwer. Ketchup ist auf meinem Barbie-Dream-Schloss. Das glaubst auch nur du, dass das Ketchup ist, mein Kleines. Dann, was wollte ich machen? Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas machen. Ich werde es bestimmt irgendwann rausfinden. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich im Auktionshaus? Keine Ahnung, ich wollte nichts. Mein fucking Inventar ist so voll. Warte, wo ist Dings? Ich muss einmal Kanan rausholen. Also noch zu Shu holen. Muss einmal mit der traden. Das geht ja nicht, dass mein Inventar so aussieht. Ich habe gerade mit Kanan das erste Mal ein Event gemacht in der Schule. Ich brauche 100 von so welchen Token, Young Master Token oder sowas, für das blaue Kleid. Ich zeig mal, warte.
Ich renne einmal mit ihnen hier vorne. Dieses Kleid, was sie trägt. Das hier. Das gibt es auch einmal in Blau. Das möchte ich unbedingt haben. Unbedingt. Dafür brauche ich 100 Young Master Token. Und ich habe gerade die ersten 7 bekommen beim Event. Das heißt nur so circa 3 Monate farmen. Das wird super. Eigentlich kann man das auch viel schneller bekommen, aber mal gucken, ob die Leute in die anderen Events reinkommen. Es gibt noch andere Events, wo man die Token bekommen kann. Jemand anderes, der eben mitgemacht hat, der das alles gecarried hat, der hat sogar 10 Token bekommen. Ich habe nur 7 bekommen. Okay, immer das. Die kann ich nicht traden. Die muss ich gleich usen. Ja. Ja, das war's dann wohl. 5 Plätze zumindest. Das Inventarproblem. Jetzt habe ich zumindest wieder 2 Reihen frei. Das ist doch gut. Dann möchte ich nicht wieder den... Habt ihr gerade nichts gesehen? Das tut mir leid. Jetzt ist alles wieder normal. Let's go. Ab zur T6 Daily. Und einmal hier im Allianz-Chat fragen, Dings. Das wollte ich machen. Ich wollte gar nicht ins Auktionshaus gucken. Ich wollte einmal das hier machen und +2 dazu schreiben. Okay. Ich mag diese Post-Songs. +2 macht 3. Das stimmt natürlich, Darius. Ja, hast du gut gelernt, mein Kleiner. Du Süßer. Okay. Ich habe heute so viel zu tun. Ich muss Ghouls beimachen. Ich muss die 5 Jellies machen. Ich muss Ghoul Patrol machen. Ich muss... Ach. Best Viewers? Und ich lasse mich gerne sperren, weil ich ein kleiner Hurenson bin. Das mag ich doch am liebsten. Leute, sperren. Bitte macht mehr Links rein posten, ich will euch alle sperren. Das macht mich glücklich. Das ist alles, was ich will. Chrysanthem, das, was wir rauchen, kommt von Übersee. Darius, du solltest dich mal ein bisschen anstrengen, ne? Ich war jetzt schneller. Kauf doch mal Viewer jetzt. Ja, sollte ich machen. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt den Aluhut an, ja? Hab leider jetzt nichts hier. Leute, ich ziehe mir jetzt den Aluhut an. Ich glaube, dass es einige Influencer gibt, die genauso groß geworden sind. Die sich am Anfang Dinge, also erst selbst geliked haben Videos, erst Kommentare selbst geschrieben haben, erst die Viewer gebottet haben und sowas, um halt die erste Aufmerksamkeit zu bekommen. Es funktioniert halt nur, wenn du auch wirklich guten Content machst. Aber wenn du guten Content machst und das dann machst, dann kann das ein Sprungbrett sein. Aber es ist dreckig. Ich finde ekelhaft, dass das überhaupt geht. Wenn du natürlich Scheiß-Content machst, dann bringt dir das auch nichts, wenn du Viewer kaufst, dann fällt das sofort auf. Aber wenn du guten Content machst von vornherein, dann sieht das ganz anders aus. Weil so läuft das leider. Wenn du Views hast und Likes und alles, dann steigt deine Credibility und dann sind auch andere Menschen eher dazu geneigt, das, was du tust, gut zu finden. So funktionieren Menschen leider. Die finden gut, was andere gut finden. Ja, okay. Das war kurze Menschenlehre, Leute. Habt ihr mal wieder viel gelernt, meine Kleinen, ne? Ja, die gelernt. Das war die... Tushu. Quest. Okay, dann jetzt ab in die Schule. Jetzt kommt der Scheißpart. Ach, nee. Hier wird man immer so schlau. Aus Blau macht schlau. Der bildende Moti.
Im Bilde der Moti. Gebildet der Moti. Malt Bilder der Moti. Habt ihr den Vier-Split gehört? Aha. Aha. Ich habe lange kein Bild mehr gemalt. Mal gucken, ob sich das irgendjemand mal wieder wünschen wird, irgendwann, wenn ich wieder im echten Stream des Streams streame. Vierter Inner brauche ich die letzte Seite. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die letzte Seite vom vierten Inner. Oh mein Gott. Oh, das war schön gerade. Das hat sich schön angefühlt, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie schön es sich angefühlt hat, auf den rechten, auf das hier rauf zu klicken. Auf die rechte Maustaste. Jetzt muss ich nur noch diesen Scheiße in einer 800 Milliarden Level hochkriegen. Aber egal, ich muss eh erst den leveln und dann muss ich den hier auf 49 leveln. Das wird noch richtig dauern. Ich hab gar keinen Bock, das wird noch so lang dauern. Und dann bin ich mit dem fünften dran. Und wenn der fünfte dann, also ich muss noch den fünften freischalten und leveln. Und dann bin ich endlich Rework komplett max. Und dann kann ich strong werden. Strong wie King Kong. Ich muss jetzt leider gleich weg. Dina ist schon da und ich mache gleich Übergabe. Gar kein Problem, mein Akilein, gar kein Problem. Ich versuche mich zu beeilen mit den Dailies, ja? Und dann freue ich mich, dass du gleich wieder zu Hause bist. Ich würde sagen, wir machen dann gleich auch was zu essen, denn ich habe heute noch überhaupt gar nichts gegessen und ich habe schon ein bisschen Hunger. Ich als Moti. Aber heute, ja, habe ich heute komplett verkackt, ne? Dann schaffen wir es heute nicht zum Sport zu gehen. Aber ich habe eh auch noch Muskelkater. Also ich kann mich kaum bewegen, ohne dass es wehtut. Ich glaube, wir sollten sowieso noch keinen Sport machen. Ich glaube, wir brauchen eh noch einen Tag Pause. Aber morgen müssen wir wieder. Wir ziehen durch. Wie das Kokain auf meinem Tisch. Habe gerade geschaut, wie viel ein Gemälde nochmal kostet. Hab nicht genug Punkte, hätte jetzt sonst eins eingelöst. Ja, ich hab's schön hochgedreht, Alter. Ich glaube, ich habe auf 10k hochgedreht, oder? Aber ich hatte keinen Bock mehr, dass das jeder Hans und Franz alle 5 Minuten sich wünscht. Ich meine euch beide, Hans und Franz. Ich habe etwas gegessen. Ich hätte heute Sport machen können, aber ich bin so müde. Was hast du denn heute gegessen, mein Aki? Nein, was hast du heute gegessen? Macht mich mal ein bisschen neidisch. War 10k? 10k was? Das habe ich schon wieder gesagt. Was hab ich schon wieder gesagt, was ich vergessen habe? Flammkuchen. Ach, du hast Flammkuchen gegessen? Oh, das meinte ich das eine Mal. Jetzt muss ich die hier anklicken. Jetzt geht die erstmal weg. Jetzt ist die irgendwo, wo ich sie suchen muss. Jetzt muss ich hier warten, dass ich wieder die 9 bekomme. Hast du das? Da ist die 9. Und jetzt muss ich einmal rumrennen und die blöde Box suchen. Das ist so nervig, wenn man verkackt. Moti regt sich über Gameplay auf. So kennt man ihn. Moti redet von sich in der dritten Person. So kennt man ihn. Bin im Dorn allein. Ich glaub, ich hab schon wieder verkackt, denn ich bin heute einfach nur dumm. Dumm. Ich bin so dumm. Tief in mir ist keine Kuh. Gar kein. Nein. Ich nehme einfach die Stonebox, das wird schon funktionieren, oder? Push it. Das hat funktioniert. Geil. Ich will Franz sein. Okay, du bist Franz. Dennis Darius Hans. Mit dem kleinen Nase. Okay.
Darius mit seinem Content, ey, ich weiß gar nicht, was er da macht. Ich hoffe, ihr versteht, was er tut. Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß. Spaß, zwei Screens gleichzeitig zu sehen. Bruder, ich kann das ja nicht sehen. Ich guck da nie drüber. Ich mach hier meinen Scheiß. Ich hab keine Ahnung, was du da tust. Sieht auf jeden Fall kompliziert aus. Es sieht halt echt aus wie eine Mischung aus Donkey Kong 64 und Mario 64. Meine Nase ist so klein. Du bist recht. Okay. ich kann nicht mal mich hochdingsen, ohne dass meine fucking Arme wehtun. Ich habe echt übertrieben. Ich habe mir, nachdem wir unsere normalen Übungen alle gemacht haben, habe ich mir gedacht, ach, ich spiele noch das Fischspiel auf der Rudermaschine. Dann habe ich mir gedacht, ach, wir gehen einfach nochmal in den 10-Minuten-Raum und ficken unsere Arme nochmal komplett. Und dann habe ich mir gedacht, ach, dreh ich beim Stepper nochmal am Ende richtig schön hoch, dass ich auf Puls 190 komme. Leute, ich muss immer übertreiben. Immer 110% Power, Kraft, Strength, sag ich immer. Ich hab gar keinen Bock gleich zu spyen, Leute. Aber ich habe heute zum Glück diese drei Dinger hier. Ich muss dreimal nicht wirklich spyen. Aber es wird wieder Cooldown-Problem sein. Jetzt werden wir viele Cooldown-Probleme haben. Bin ich gerade ausgedingst? Ja, bin ich. Warum löschen sie den Cooldown nicht einfach? Wahrscheinlich hat's Gameplay-Gründe. Aber ich verstehe es nicht. Oh mein Gott, dieser Song. ICE 579, ich hab mich so auch Nacht von dir geträumt, war scheiße. Das ist alles neu. Und jetzt sitze ich enttäuscht im ICE 579. Auf dich gefreut. Das sagt er erst beim zweiten Mal, okay. Leute, ich muss mal meine Lyrics checken mal wieder. Wie immer. Ist eine Wand, durch die man nicht mehr sehen kann. Alles neu und jetzt sitze ich enttäuscht am ICE 579. Alles neu. Und jetzt, Leute, man muss, der Song, das, man müsste eine Challenge machen, da nicht mitzusingen, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht aber nie. Das geht noch nie. Man merkt, ich bin ein Mensch, das ist ein Kind des Internets. 50% meines Vokabulars sind Memes. Okay, dann nicht. Wollte irgendwas Sinnvolles in der Zeit machen? Bitte. Oh mein Gott, ich darf. Hat alles anders. Leute, habt ihr... Ich warte auf den Tag, wo ihr mir sagt, dass ihr von meinem Spiel geträumt habt. Irgendwann habt ihr das hier so oft gesehen, dass ihr vielleicht davon träumt. Das ist alles neu. Aki ist schon weg, oder? F. Sad. Cry. Habe ich aber gleich die ich muss noch die Demon Gate Box holen. Nicht vergessen. Kann ich ja mal kurz hier machen. Immer der falsche NPC. Ach ja, ich war erfolgreich gestern. Ich bin wieder Headmaster geworden. Das war richtig knapp. Da waren zwei richtig lustige, die haben für eine andere Person gewählt. Und habe ich einfach jeden einzelnen Wulang, der hier in der Ranking. Habe ich das gestern schon? Welcher Tag ist heute?
Okay, ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt. Hier gibt es ja Rankings und dann kann man ja sehen, was sind die höchsten Leute in der Schule und hier die Wudang-Ranking, habe ich jeden einzelnen angeschrieben, der online war. Ich bin auf Platz 98, wow. Ob er für mich voten kann. Es hat funktioniert. Ich bin dadurch Headmaster geworden wieder. Es wäre fast nach hinten losgegangen. Bitte. Glaubt ihr, das aktualisiert so? Oh ja, tut es tatsächlich. Okay. Ich dachte, man muss immer das Fenster komplett schließen und wieder aufmachen. Aber diese Songs waren so gut. Die geben einem auch alle so ein positives Gefühl. Die sind schon melancholisch, aber glücklich melancholisch. Ich vermisse diese Art von Musik irgendwie jetzt gerade. Hörst du noch so welche Musik, Darius-san? Darius-san, der alles kann. Ja, okay. Ja. Du musst mal wieder mehr schicken, Mann. Ich muss hier Dings einfügen. Aber ich würde hier gern Buttons drin haben auch. Ich würde hier auch gern Song Requests und so drin haben. Auf meinem Scheißkanal hier. Aber um das anzuschalten, muss ich Affiliate anmachen. Und ich möchte keine Affiliate auf dem Zweitkanal. Ich will Affiliate auf dem Erstkanal. Weil dann kriegt ihr Werbung. Das macht wieder, dass Leute nicht reinkommen. Dann kann man wieder spenden und so, dann muss ich die ganze Scheiße einstellen. Obwohl wahrscheinlich eh niemand spendet. Kann ich nicht einfach nur die Punkte anschalten? Geht das nicht? Das wäre so nett. Ich will keine Affiliate auf dem Kanal haben. Ich will das nie, ich will kein Geld. Ich will das nie. Und der Hauptgrund ist halt die Werbung. Ich will keine fucking Werbung hier haben. Ja, um Punkte anzuschalten schon. Damit man Song Requests machen kann und sowas. Das ist miteinander verbunden. Ja, mal gucken, wie wir das lernen. Wir können ja auch einfach machen, dass man... Na, keine Ahnung. Dann einfach nicht. Einfach nicht, Leute. Wieso mache ich eigentlich noch die School Patrol? Man kriegt Bone Sheepskins. Ich brauche keine Sheepskins mehr. Ich lösche das, glaube ich, raus. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr machen. Ich lösche das von der Liste. Ich glaube, ich komme auch anders auf meine 150 Punkte in der Woche. Die meisten kriege ich, glaube ich, eh durch Spine. Was ist Teaching? Take, Try, Teach. Achso, ich glaube Impart Knowledge. Apropos Impart Knowledge, ich muss euch Impart Knowledge machen. Aber naja, erst mache ich das hier. Ich glaube, ich lösche Patrol raus. Ich mache das einfach mal und dann gucken wir diese Woche mal. Gar keinen Bock mehr, diese scheiß Patrol zu machen. Ich habe da jetzt die Seite. Geil. Das fühlt sich schön an, eine Daily weniger zu haben. Okay, dann mache ich jetzt...
nie wieder auf diesen bescheuerten Cooldown warten. 4-mal Scholar und 1-mal Wanderer Valley. Ich liebe die Scholars. Das ist eine meiner Lieblingsschulen. Ich muss mir kurz ein Taschentuch holen. Ich habe einfach dort geschnauft. Ich sag immer, schnauf da, wo du bist. Denn du bist nur ein Schiff. Ja. Wo bin ich hier? Ich bin hier unten. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Dann mache ich den hier. Ich darf ja. Dann kann ich direkt sterben. Ich habe vergessen, mein Dings abzuschalten. Wo ist, hier ist es. Mein Inner abschalten, ich muss euch noch meine Meridiane abschalten. Was mit, ach so. Ja, stimmt. I'm sorry, ich hab's vergessen. Ich habe School Patrol aus meiner Liste rausgeschrieben, deswegen. Okay, was muss ich nach Spy machen? Nach Spy muss ich... Nur noch Jinling und Luyang. Und bevor ich heute nach Go City gehe, wollte ich mir die Arena-Pille holen. In der Hoffnung, dass ich heute endlich den Scheißhypen auf der Brücke töten kann. Ich hoffe es so sehr. Das ist richtig scheiße, dass ich das nicht kann. Normalerweise sollte ich 100 Punkte bekommen am Tag. Ich bekomme jetzt nur 5 Punkte deswegen am Tag. Und die Punkte sind eigentlich voll wichtig. Ich verschwende so viel Zeit damit. Ich könnte mir eigentlich alle 3 Tage hier so ein Upgrade-Ding kaufen. Oder alle 8 Tage hier so ein Binding-Agent. Das wäre so wichtig. Das wäre so fucking wichtig. Aber nein, ich komme nicht weiter. Weil ich scheiße bin. Aber ich habe auch gehört, da gibt es auch nur die ersten 4 Chapters. Man kann ja hier gucken, Story und dann hier Dreamland. Sieht man das hier nicht? Kann ich doch nicht gucken? Anscheinend nicht. Okay, kann ich doch nicht sehen. Aber da soll es ja eigentlich 10 Chapters geben, aber es gibt gerade mal nur 4. Die haben das nie weitergeführt. Die haben sich gedacht, das machen wir später und dann haben sie es nie wieder weitergemacht. Keinen Fehler machen hier. Erst abgeben. Mir geht's gut und wie geht's dir? Perfekt, ja, Mann. Aber man kriegt trotzdem 100 Punkte dort am Tag. Oder es geht dort weiter und keiner hat rausgefunden, wie. Aber glaube ich nicht. Nicht vergessen, ich muss meine Meridiane abschalten. Warum macht der nichts? Was habe ich gerade gemacht? Warum bin ich noch in dem Menü drinne? Hä? Ich hab nicht... Hä? Ich sag, ich darf keinen Fehler machen. Ich darf nicht vergessen abzugeben. Ich klicke auf den NPC, wo ich es abgebe. Und hab's nicht abgegeben. Was ist los mit mir? Was? Hä?
Was ist gerade... Keine Ahnung, Leute. Mutti ist mein da zugeschlagen. Zugeschlagen. Nächste Frage, bitte. Antwort, bitte, meine ich. Antwort. Wie viel Kuh hat das Haar, frage ich mich. Habicht, Alter. Der Habicht hat zugeschlagen. Wollte gerade einen bösen Joke machen. Aber den verkneife ich mir einfach mal. War schon lange nicht mehr verliebt. Ich nicht zu Hause an, nur bei dir. Auf einmal so depressiv hier. War schon lange nicht mehr verliebt. Wisst ihr, Leute? Wir hören mal wieder die Streaming-Playlist. Ewig nicht gemacht. Im Leben nicht dran gedacht. Ich sollte aufhören zu reimen. Haben wir geklaut. Treiben wir hier auf. Hä? Ich kann's nicht abgeben. Hä? Hä? Was passiert hier? Hä? Ach so, weil mein Backpack voll ist. Ich krieg keine System-Announcement hier oben, sondern nur hier unten. Weil mein Backpack voll ist. Das erklärt natürlich einiges. Die kann ich sowieso rauswerfen, die will ich nie wieder brauchen. Schicke ich das mal an Kanan. Ach so, weil ich mein Backpack voll hatte. Der verwirrte Moti. Der absolut verwirrte Moti. Zum Glück kann man eine von diesen Portdingern hier am Tag kaufen. Aber jetzt mache ich erstmal Import Knowledge. Nicht vergessen. Das kann man auch hier in der Schule machen. Man muss dafür nicht nach Wudang gehen. Alles, was wir haben, haben wir geklaut. Das, was ich hier mache, ist einer der härtesten Todeswünsche, den man in alle Bunis machen will. Gut, dass ich das schon habe. Das war einer der ersten, die ich gemacht habe, Lul. Okay. Fake News. Leute, die Realität gerät durcheinander. Ich krieg hier wirklich Flashbacks, wenn ich das höre. Ich sehe mich gerade auf dem Stuhl sitzen, ein Bild malen und dieser Song läuft. Die Realität ist durchgerät durcheinander.
Wen ich echt lange nicht mehr im Stream gesehen habe. Irgendwie will er auch hier nicht zuschauen, ist Luke. Luke Skywalker. Soll ich ihm vielleicht mal schreiben? Auf WhatsApp? Glaubt ihr, der kommt denn mal wieder? Ich schreibe jetzt, by the way, ich streame seit 9 Tagen jeden Tag. Meistens aber nachts oder früh morgens wie jetzt. Ich vermisse langsam meine Zuschauer. Der Song hat mich gerade ein bisschen nostalgisch gemacht. Ich komme inzwischen auch viel besser mit dem Stream klar, muss ich sagen. Ob ich es wirklich vielleicht irgendwann mal schaffe, so richtig professionell Streamer zu werden? Wahrscheinlich nicht. Man darf doch noch treu würfeln, oder? Was würdest du sagen, Darius? Schaff ich's? Du entscheidest das jetzt. Scheiße, was mache ich hier denn? Also ich guck dich immer. Oh, Süßer. Du Süßer. Aber bei dir habe ich auch Freundesbonus. Glaube ich zumindest. Schaust mich ja auch, weil wir schon ewige Freunde sind. Ich weiß nicht, ob andere Menschen, die mich nicht kennen, sich die Scheiße hier geben würden. Also außer halt Vereinzelte. Vereinzelte kommen immer natürlich. Aber die Frage ist, reicht es für ein größeres Publikum? Ich schau gerade deinen Dings, während ich das hier mache. Ich schau dir gerade die ganze Zeit zu. Sieht professionell aus. Du bist mein professionellster Streamer. Das bin ich natürlich. Impact Knowledge ist so spannend. Würde ich jetzt alle Bonis machen, hätte ich verkackt. Ja? F. Hast du was verpasst? Wie ich den Anschlusszug bei der Gehirnverteilung. Was? Das Level ist wirklich herzlos. Das wird Zeit nicht viel. Okay. Aber das ist das. Vielleicht ist das wirklich ein krankes Spiel für mich. Wenn man alles perfekt machen muss. Ich mag sowas. Ich weiß noch nicht, ob ihr nicht verzweifelt, wenn ihr mir dabei zuschaut, weil ich werde ja Streamer-Brain haben. Zumindest am Anfang noch. Kommt drauf an, wie lange ich streame. Ich mache das jetzt schon wieder 9 Tage in Folge, ne? Aber ich habe schon mal 20 Tage geschafft. Oder 25 oder so. Ich glaube, wir waren mal einen Monat live. In Folge. Ich muss zugeben, manchmal denke ich mir auch, oh, gerade gar nicht im Mut zum Streamen. Irgendwie geht's mir gerade blöd.
Aber wenn ich dann online komme, ist weg. Und ich lerne es auch nicht. Ich lerne nicht, dass, wenn ich online gehe, dass es weg ist. Ich denke mir jedes Mal von vorne, ha, fühle mich nicht so gut, aber ich will ja, ich habe gestern gesagt, ich werde nicht streamen und deswegen denke ich mir, muss ich gerade streamen, weil ich habe, weil der Joke gestern und so. Leute, heute bin ich irgendwie der nachdenkliche Moti. Merkt man, oder? Der Song hat mich komplett in eine andere Richtung geboxt. Ich kann dir noch was Lustiges zeigen, da wirst du dich freuen. Zeig mal. Bruder, sei mal ein bisschen based. Ich bin immer nachdenklich. Meistens spreche ich es noch nicht aus. Ich bin ein Overthinker. Ich bin der Overthinker der Overthinker. Der Moment, wenn du overthinkst, dass du zu viel overthinkst. Es gibt nichts, was ich noch nicht gedacht habe. Lies den Text und du darfst, kannst es erraten. Okay, warte. 10 Sekunden bis zur Selbstzerstörung. Schließe Zugsause ab. Bonus, sammle alle Tokens des Schaffners. Bonus, keine Hutfähigkeit mit Eintreffer hält Anstecker. Soll das bedeuten, dass man sich nicht einmal treffen lassen darf? Ich verstehe es nicht. No hit. Achso, ja, okay. Und das Level ist nett. Okay. Wie viele Stunden hast du da jetzt schon drin? Aber die Level sind krass designt, muss ich sagen. Da passiert die ganze Zeit irgendein Shit. Das ist ja pures ADHD, Mann. ADHD. Bestes Feature. Sitzen. Hab ich's abgeschlossen oder hab ich verkackt? Hab ich mich jetzt ablenken lassen? Okay, ich hab's geschafft. Okay, ich hab's geschafft. Ich brauche unbedingt noch 2 Leute, die mir helfen. Bitte, Leute. Ich brauche noch ein PE für heute. Ach so. Ja, es sieht auf jeden Fall, es sieht aus, als wenn man sehr viel Spaß in dem Level haben kann. Was passiert denn jetzt? Oh mein Gott, Chewy Cat meine ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gerettet. Gerettet. Bruder, warum holst du denn dein Messer raus? Schlecht gelaunt oder was? Einfach mal eine gute Frage. Okay, Chewy Cat. Habe ich dir eine Freundesliste? Chewy Cat. Hab ich gelöscht, glaube ich. Jetzt Friend. Random Encounter. Bei dem Level hatte ich einen Breakdown. Darius am Verzweifeln. Stimmt, die konnte man nicht nutzen. Die sind bound. Weg damit. Müll. Immer schön die Dinger hier öffnen. Inventory ist full, aber ich habe doch welche davon. Warum stackt das dann nicht? Dann werfe ich halt die 6 Cotton Thread hier raus. Eine leere Kiste. Lustiger Prank. Okay, let's go. Ich starte einfach direkt.
Ach, ich hasse das Skillset so sehr. Scheiße. Ich habe vergessen, mein Inner anzuschalten. Ich bin Genie. Ich schreib's rein. Oh Gott. To put on my internal. Okay. Scheiße. Naja. Kann passieren, sage ich dazu. Mir zumindest. Einfach mal ohne Inner spielen. Warum auch nicht? Scheiße, er wird sterben, oder? Er muss mich klicken. Er hat mich geklickt. Oder heil dich. Heil dich. Er hat sich sterben lassen. Okay. Kein Problem. Ich tank das kurz. Ich tank das kurz. Bin ja inzwischen, glaube ich, stark genug. Damage Reflectus. Damage Reflectus Vecus. Der starke Mann. Ein Spiel, das sich crasht. F. Ich schalte gleich wieder an, wenn du wieder streamst. Okay. Spielst du jetzt Hunter vs. Furries? Frag für einen Freund. Der wird das echt gern sehen. Soll die Tetris-Kolle machen. Let's go, Mann. Der Subway-Surfer. Für Akademiker, okay. Was? Subway Surfer für Akademiker. Tetris. Tetris ist aber auch ein gutes Spiel. Das ist so ein Dingspiel. Keine Ahnung, ADHS-Spiel. Man ist einfach dauerhaft am Machen und Tun und die Zeit vergeht super schnell. Mit Effekten. Hallo, Effekte. Ich weiß, Mann, ich weiß. Ich brauche das auch eigentlich, aber das ist arschteuer. Kann man da nicht auch, sind da nicht auch Rankings und sowas und 1 gegen 1 und so? Fucked up, manchmal sad, ja. Das ist einer der besten Songs, die jemals rausgekommen sind. Ich liebe diesen Song, ja. Donner und sie lacht, Nachbarn abgefuckt, weil seit einer Woche mach ich Krach. Das ist wirklich einer der all-time best Songs jemals. Real Talk, Leute, Real Talk. Merkt euch meine Worte. All-time best songs, Real Talk. Es gibt kaum so einen guten Song. Er hat einfach einen Hit gemacht. Ich glaube, auf diesem Song ist auch mehr oder weniger seine Karriere aufgebaut. Auch 3 versus 1. Oha. Das ist schon ziemlich cool. Bequem, wenn ich gehe. Ah. Ah. Mein Gildenmeister ist mal wieder online. Guten Morgen. Ich schreibe dir nochmal. Thank you. Sorry. Was leaving. Nachts lass dich hier fehlen.
Yeah. Erleb die Sachen, die ich erzähle. Auf einmal alle anderen mad, weil ich kann machen, was ich will. Ja. Nach Scholar. Ich bin relativ groß, verglichen mit einem Kieselstein, aber neben einem Felsen bin ich relativ klein. Und ich bin relativ schwer, verglichen mit einem Ziegelstein, aber relativ leicht, verglichen mit deiner Mutter. Was? Er geht auf Mutter, Leute, kantelt ihn. Nee, hier ist doch gut, hier ist gut. Hier habe ich eine gute Position, dann brauche ich das jetzt nicht ausgeben. Geht das mit denen? Nee. Vielleicht kommen wir gleich noch in eine blöde Position. Mann, verkackt. Ja, okay, ich will nicht warten, dann mache ich das doch. Tschüss. Gar kein Bock. Ich muss meine Meridiane noch abschalten. Mache ich das jetzt schnell manuell. Ich vergesse es ja eh gleich wieder. Damit ich schneller sterbe. Okay. Ich mag die alte Streaming-Playlist. Deswegen existiert sie ja. Scholar. Scholar. Spine ist mega nervig. Das geht schon seit immer. Das war die allererste, also wiederholbare Quest, die es gab. Eine Weekly Quest. Viermal in der Woche, fünfmal Spine. Und ich habe es früher immer verweigert. Ich hab das so selten gemacht, ich hatte nie Bock auf die Scheiße. Ich war sehr schnell, ich muss jetzt warten. Die Streaming-Playlist ist wirklich Legende, ja, Mann. Ich muss auch überlegen, soll ich eine neue machen? Oder soll ich die weiterführen? Quinn, geh mal C, das zweite von rechts, da kannst du Equipment. Ich hab's auch hier unten. Schaust du mir zu? Bist Zuschauer gerade, Leo? Bist du hier? Siehst du mich? Hier im Internet. Ich hab's ja auch hier unten, aber es geht halt nicht, wenn ich in diesem Modus hier bin. Deswegen habe ich es jetzt manuell abgeschalten. Weil jedes Mal, wenn ich switche, also wieder rausgehe, vergesse ich es. Yes. Ich bin nämlich ein sogenanntes Fliegenhirn. Ich mache hier nämlich alles gleichzeitig. Stream, reden, unterhaltsam sein, Darius beim Spielen zu gucken und auch noch meine Dailies. Aber schön, dass du meinen Stream gefunden hast. Guten Abend, Mann. Guten Abend.
Morgen. Bei dir ist morgen. Ich hoffe, du bist äußerst unterhalten. Von diesem weirden Typen im Internet. Von diesem Blauhaarigen. Dieser Punk mal wieder. Ich vermisse Power Raid. Darius, weißt du noch, als ich jeden Tag im Stream Power Raid getrunken habe? Jetzt habe ich die Rechnung bekommen. Jetzt habe ich blaue Haare. Skolas. Das war halt einfach zu viel. Das war einfach zu viel. Zuerst die Zunge, jetzt die Haare. Was kommt als nächstes? Morgen der... Genau. Genau. Und dann irgendwann bin ich der blaue Mann. Kennt ihr noch den blauen Mann? Kennt ihr den Mann, der Strom anfassen konnte? Was glaubt ihr, wie real war das? Wie real war das? Habt ihr den gesehen damals? Es gab mal einen blauen Typen und seine Fähigkeit war es, dass er Strom anfassen konnte. Der blaue Mann. Der blaue Mann, Leute, der blaue Mann. Ich zeig's euch. Der blaue Mann, der Strom anfassen kann. Nein, im echten Leben, in GTA, in im echten Leben. Der blaue Mann, der Strom anfassen kann. Gebe ich jetzt einfach so bei YouTube ein. Der Strohmann, Leute, der Strohmann. Was Sie jetzt sehen? Das war bei Galileo, aber das ist der Falsche. Wo ist der blaue Mann? Ich schwör, der war blau. Hä, den gibt's nicht mehr. Den gab es. Blue Man. Was ist Strom auf Englisch? Fuck. Electric. Das ist Blue Man Group, nein. Electric. Psychose kickt. Halt einmal. Ich bin normaler Mann. Ich bin nie verrückt geworden. Da war ein blauer Mann, der konnte Strom anfassen. Guck mal, der hier. Der eine normale Hautfarbe hat. Oder bringe ich jetzt was? Durch ein Ich habe keine Psychose, bitte. Leute, der blaue Mann, schaut ihn euch an. Hier ist der blaue Mann. Schaut euch an, wie blau er ist. Er ist blau. Er ist einfach blau, Leute. Aber er konnte doch Strom anfassen, oder nicht? Was macht er da? Konnte der keinen Strom anfassen? Blauer Mann, Strom anfassen. Galileo. Leute, was Galileo sagt, ist die Wahrheit, ja? Bitte glaub mir einfach. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Ich dachte, der blaue Mann kann Strom anfassen. Da war einer. Der kann Strom anfassen. Aber ich dachte, der Mann wäre blau. Komm, fass den Strom an. Zeig's uns. Zeig mir, wie du den Strom anfährst. Komm, er bändigt einfach den Strom. Alter. Okay. Aber das ist wahrscheinlich irgendein Trick. Keine Ahnung, Leute. Glaubt mir einfach mal. Ihr habt jetzt mal wieder was gelernt. Blaue Männer können Strom anfassen. Merkt euch das einfach so. Für mich ist er eher grau. Jetzt auch nochmal... Von mir, guten Morgen. Guten Morgen, Liu the Hunter. Was geht? Guten Morgen. Don't forget to follow, so you can see any day my the best stream you ever seen in your life. Direkt Werbung gemacht. Profi-Streamer bin ich. Hab ich gelernt. Psychose kickt. Ugh.
Ich kenne den nur von Spider-Man, ja. Achso, das habe ich schon gelesen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Leo, der Hunter bin ich. Das war mir schon klar. Das war mir schon klar, Leo. Ich glaube nicht, dass hier ein Faker reinkommt. Glaube ich nicht. Leo, der Hunter. Leute, die Psychose kickt mal wieder. Aki ist auf dem Heimweg. Aki fährt jetzt Fahrrad und hört Mainstream als Podcast, oder wie? Ehren, Aki. Und hol dir den zweiten Scholar und level den auf Level 6, dann hast du weniger HP und 18% Laufgeschwindigkeit. Ich muss ihn nur leveln. Was glaubst du, wie viel EP brauche ich dafür? Vielleicht mache ich das am nächsten Power Redemption. Vielleicht mache ich das am nächsten Power Redemption. Wanderer Valley. Sieht man noch die Darius Content Cam? Ja, das tut man. Okay, letzte Runde Spine. Dann habe ich es endlich wieder geschafft. Ich mach das mal zwischendurch. Level 6 braucht man nur? Ich dachte, man muss dann höher leveln. Ja, das ist cool. Dann ist entspannt. Dann ist entspannt. Okay, nice. Nice, nice. Ich habe auch das hier. Aber ich vergesse immer, dass ich Food habe. Bitte lass mich rein. Ich hasse den Cooldown. Es ist so nervig. Okay, ich beruhig mich, Leute. Ich beruhig mich. Luke hat mir nicht geantwortet. Ich darf weitermachen. Wird sich auch selten, weil ich meistens noch Crit Food anhabe. Das haben ja die meisten. Aber ich habe mich damit immer noch nicht auseinandergesetzt. Gar keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Da ist ein Scouty. Okay, dann haben wir School Spy geschafft. Dann noch die Jin Link T6 Daddies. Ich habe auch nicht mehr so lange, ich habe nur noch 1,5 Stunden. Als wären wir jetzt unter Zeitdruck. Bisschen Spannung reinbringen in den Stream. Leute, wir haben nur noch 2,5 Stunden. Ob wir das schaffen? 1,5 Stunden. Ob wir das schaffen? Meine 1 Stunden Daddies. Den Ling, Lu Yang. Und nicht vergessen Arena-Pille. Um den Typen auf der Brücke heute zu töten. Okay, dann ist das geschafft. Habe ich gemacht. Mhm. Wo ist die Arena in Luyang? Egal, ich scheiß drauf. Ich gehe einfach schnell nach Chengdu und hol mir da die Arena-Pille. Da weiß ich genau, wo es ist. Gar kein Bock ist, irgendwas zu suchen oder so. Wahrscheinlich dort in der Mitte. Nee, das ist der Marketplace. Oben, wo man auch Impart Knowledge macht? Keine Ahnung. Alles anders, alles neu. Und jetzt sitze ich enttäuscht. Darius ist im Speed-Modus. Gönne ich mir mal einmal den hier, einmal den hier. Und dann habe ich ja jetzt das hier und kann direkt nach Chinling.
In 1,5 Stunden darf ich endlich wieder Chi-Pillen benutzen. Bin mir nicht sicher, ob Lou überhaupt nach. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, wenn, dann oben, da wo auch Impact Knowledge ist. Aber keine Ahnung. Woanders kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, ich wechsle das Spiel. Warum? Warum hast du eigentlich so einen Twitch-Cake? R/Plays. Ach so, R/Plays mitgemacht. Okay. Okay. Wie was du willst, Mann. Die Darius Content Cam ist am Bean. Das ist der heilige Kuchen. Ich wünschte, ich hätte auch so einen heiligen Kuchen. Ah, nicht vergessen, ich muss meinen Scheiß wieder anschalten. Habe ich es richtig eingestellt? Ich habe das noch nicht einmal getestet, nachdem ich es eingestellt habe, aber ja, ist alles eingestellt. Alle 8 Dinge an. Ich freue mich, wenn wieder meine Emotes im Chat benutzt werden, Mann. Ich vermisse die. Ich würde dich so gern wiedersehen. CE579. Ich habe mich so auf dich gefreut. Alter, der Song. Ich habe den auch schon wieder vergessen. Oh, ich krieg so Flashbacks bei der Streaming-Playlist. In 5 Tagen kannst du. Du musst nicht, Mann. Du musst nicht. Fühl dich nicht gezwungen. Nur zur Hälfte. Du musst, Aries, du musst. Okay. Wenn du das streamst. Ja, ich muss eigentlich. Aber wann denn das noch? Ich sollte wieder anfangen, nur zu streamen. Irgendwie fällt es mir schwer, wieder anzufangen auf dem Hauptkanal. Hier ist gar kein Problem. Ich stream hier, als wenn ich auf dem Hauptkanal wäre, aber auf dem Hauptkanal... Keine Ahnung. Dann sind da wieder... Dann habe ich wieder 10 Zuschauer. Alle schreiben in den Chat. Alle wollen gleichzeitig Aufmerksamkeit haben. Aber ich muss auch aufhören, zu denken, ich muss jede Nachricht lesen. Wenn da 10 Leute in den Chat schreiben, dann geht das halt nicht. Dann übersieht man halt einfach mal Nachrichten. Oder wenn, dann fängt wieder der Scheiß an mit, ich spiele ein Spiel und 10 Leute schreiben irgendwelche Themen in den Chat und dann mache ich beides nur zur Hälfte. Ich bin professioneller Streamer, Leute. Okay. Wird schon. Ich werde da wieder streamen. Ich werde das lernen. Der Chat beschäftigt sich schon mit sich selbst. Da kannst du ja mal reingucken in ein altes VOD von mir. Ich habe, man kann alle meine alten Streams auf Deadmodi VODs auf YouTube angucken. Kannst ja mal beim letzten Stream reingucken, wie durcheinander ich immer bin. Aber vielleicht wollen die Leute ja auch genau das sehen. Vielleicht finden die das ja sympathisch. Jetzt mache ich wieder eine Wissenschaft draus. Der Overthinker-Moti. Denk mal wieder über alles nach. Der schachspielende Moti. Der von sich in der dritten Person sprechende Moti. Mach, was du willst, okay? Okay, ich mach, was ich will. I do what I do. Weiß, schwarz, grün, rot. Weiß, schwarz, grün, rot. Weiß, schwarz, grün, rot.
Okay, und dann Luyang. Und nach Luyang versuche ich wieder Dreamland. Ob wir es heute schaffen? Ich würde jetzt eine Kanalwette machen, aber... Wir sind auf dem falschen Kanal, um das Thema nochmal aufzumachen. Okay. Ich vermisse Dings. Wie heißt er? Hier. Oh mein Gott. Ich vermisse ihn und mir fällt... Das ist peinlich. Wie heißt er? Wie heißt er, Leute? King Brot, ich hab mich erinnert. Ich wollte gerade gucken, aber ich hab mich gerade so erinnert. Leute, ich vermisse King Brot. Er war einfach immer da. Und ob Sockenloch wiederkommt? Heute bin ich sehr nachdenklich. King Brot, Mann, ja genau, King Brot. Kaffee und Kippe, bis gleich. Und dann Power Spy und Patrol, kaum noch Zeit. Ich wünsche dir viel Geschwindigkeit, keine Ahnung. Ich habe den Satz falsch angefangen. Gutes Gelingen, mein gutes Gelingen. King Brad, Mann, King Brad. Er hat den Stream so belebt immer. Ein Zuschauer, auf den man sich wirklich eigentlich immer verlassen konnte. Ich glaube, er war nicht einmal nicht da. Und er hat mir sein halbes Monatseinkommen gesendet. Okay. Testimoti. Okay. Gehen Kanalwetten doch? Wenn du auch Ankündigungen machen kannst, ich weiß gar nicht, welche Funktionen funktionieren und welche nicht. Darius, glaubst du, Moti mag King Brot mehr als uns? Darius sagt ja, weil er Geld hat. Ja, Leute. Macht euch mal Gedanken darüber. Er ist halt geldgeil. Ding Dong, bin da. Okay, ich mach sofort auf. Ich muss gleich kurz die Katze reinlassen. Ich hab auch Geld. Was? Blut? Oh je, Mini. Ich auch. Okay. Aki hat auch Geld, das stimmt. Dann bin ich auch immer so zwischen den Stühlen. Wen mag ich jetzt mehr? King Brot oder Aki? Kommt immer drauf an, wer mir gerade mehr Geld gibt. Ich gebe dir Spiele, sind dir nichts wert? Das stimmt. Das stimmt, Leute. Ich danke euch doch für all eure Gaben. Dann kann ich euch jetzt nicht als undankbar beleidigen. Mist. Ihr gebt mir all euer Hab und Gut. Heute seid ihr nicht undankbar. Ihr habt es geschafft, Leute. Ihr habt es geschafft. Einmal nicht undankbar sein. Aber um kurz einen Real Talk reinzubringen. Danke, Leute. Also. Danke, dass ihr mich so supportet. Real Talk, Mann. Das muss man ja auch zwischen all der Lustigkeit hier im Chat. Muss man auch einfach mal zwischendurch Danke sagen. Es ist wirklich krass. Manchmal sitze ich in meinem Zimmer in der Ecke und denke mir, womit habe ich das alles verdient? Ich habe das überhaupt gar nicht verdient. Dass ihr mich so supportet. Aber das liegt halt daran, dass ich von mir selbst keine große Meinung habe, so wie ich es hier im Chat tue. Denn im echten Leben
habe ich Confidence von 0%. Ich kann einkaufen gehen. Und wenn jemand zu mir ans Regal kommt, kriege ich so Herzrasen. Ihr habt eigentlich so eine kranke Sozialphobie. Aber hier im Internet ist es irgendwie okay. Um mal kurz die Diepen-Themen mal wieder anzuschneiden. Geld regiert die Welt, Leute. Sagt der im Chat, der im Song. Okay, let's go. Jetzt wird der Typ auf der Brücke getötet. Ich hab dir gestern einen Katzenshort gesendet. Ich finde, du hättest so sein können. Ich hab das jetzt nicht gesehen bis jetzt. Ich biete dir ein Dach über den Kopf, also gebe ich dir doch am meisten Geld. Im Endeffekt, die Maschine, die hier steht. Also Aki wollte ja einen neuen Computer haben. Also Aki braucht einen Computer mal das erste Mal im Leben. Aber dadurch, dass ich halt streame und alles und auch mein Leben ist am Computer. Ich führe mein Leben am Computer und deswegen habe ich halt den neuen bekommen und Aki meinen alten, der aber auch noch völlig in Ordnung ist. Damit kann man alles spielen, aber halt nicht perfekt streamen und auch nicht perfekt schneiden und sowas. Und ich... Leute, vielleicht weirder Flex, ja? Aber wir sind ja inzwischen erwachsen und deswegen... So viel ist das am Ende auch nicht. Es gibt Menschen, die stecken 10.000 Euro in ihren Age of Wushu Account. Zwinker, zwinker, Leo. Okay. Leute. Das fucking Ding da. Das ist sponsored bei fucking Aki. Mit fucking meine ich krank. Es sieht so scheiße aus in der Kamera, ne? Ich müsste die komplett einstellen. Leute, dieses Gerät. Das war kranker Support. Okay. Das ist einfach der Traumcomputer, den ich mir immer gewünscht habe. Ich lebe den amerikanischen Traum, Leute. Ich lebe eigentlich meinen Jugendtraum. Wenn ihr auch mein Zimmer sehen würdet, Leute. Es ist krank, was Aki mir ermöglicht hat. Okay. Kurz mal Dankbarkeit gezeigt. Ich sitze hier vor meinen drei Monitoren, spreche meinen scheiß Shure SM7B rein. Das habe ich mir selbst geholt. Das habe ich mir hier schön erspart, Leute. Das habe ich mir erspart. Und sitze neben dieser Maschine und... Leute, ich lebe den Gamer-Traum. Manchmal denke ich daran. Man vergisst es. Wenn man Dinge hat, dann hat man die Dinge. Dann schätzt man sie nicht so wert. Aber manchmal denke ich mir, gerade wenn ich auf der Couch dort vorne sitze, denke ich mir, krass. Krass. Krass, was ich hier stehen habe. Andere Leute würden es nicht jucken. So jemand, der kein Gamer ist und sowas. So normale Menschen, sagen wir einfach mal, um die einfach mal in eine Kategorie zu stecken, die würden sich denken, Bruder, was machst du mit deinem Leben? Okay. Aber für mich ist das einfach der Traum. Monitore habe ich keine guten. Die sind immer noch von ganz früher. Ich spiele immer noch auf 60 Hertz, Mann. Mir ging es einfach darum, dass früher war es schwierig, randlose Monitore zu kriegen. Und ich habe einfach hier clean. Kann ich einmal zeigen hier so. Okay. So schlimm ist es nicht. Ist okay. Ist okay. Muss ich nicht rausschneiden. Man muss aufpassen, was man im Stream zeigt, ne? Aber ja, mal den ganzen Scheiß hier, den habe ich mir früher schon ermöglicht. Da hatte ich früher schon ganz, ganz viel gespart. Meine Maus, meine Tastatur und alles, meine Monitore, mein Mikrofon. Aber der Computer ist halt krank von Aki gesponsert. Brauchst du noch SI Hard? Ja, ein paar Runs brauche ich noch. Einfach Wettbewerb gestartet, was meinst du? Achso, okay, ich zeig gleich das Katzenshot. Weil bei mir genau andersrum. Ich weiß jetzt nicht mal, was ich gesagt habe. Aber was habe ich verbaut? 4070 super. Irgendein i5, der gerade super duper ist. Früher habe ich auf i7 bestanden, aber mir wurde das aus dem Kopf rausgenommen.
Mir wurde gesagt, Bruder, du brauchst wirklich kein i7, i5 und i7 und alles. Das ist kein Indiz mehr für das, was besser ist und was nicht. Das war einmal so, dass man sich daran ein bisschen richten konnte. Ich habe den i5 14600K, 64 GB Arbeitsspeicher. Mit RGB? Denn RGB macht alles besser? Eine M2 SSD halt von einem Terabyte einfach. Bisher brauchte ich nicht mehr. Eine 4070 super. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Eckdaten, würde ich sagen. AOW kann aktuell eh nur 60 Hertz, aber mit zukünftigen Update kommt FPS Unlock. Das stimmt. Ein AOW könnte ich eh nicht mehr sehen, aber wenn man andere Spiele spielt, dann ist das schon ein großer Unterschied. Aki hat jetzt einen neuen Monitor bekommen, dafür hat sie einen neuen Monitor bekommen. Ich habe immer noch meine alten drei. Es ist ein Riesenunterschied, wenn man mehr Hertz hat. Zwei Runs hast du noch übrig? Ja. Ich glaube, das wird sogar genau passen. Moment. Nee, ich habe erst zwei gemacht. Es wird deutlich. Ich dachte, ich habe schon vier Stück gemacht. Nee, aber zwei können wir machen. Ach so, auf die Sozialphobie, okay. Okay, ja, da ich fahre jetzt schon wieder 100 Themen weiter. Werde ich am meisten sponsert von mir? Ja, du bist der größte Sponsor. Ach, hier ist wirklich. Aber du sponsorst auch. Aber das tut dir eigentlich alle. Aber Aki ist trotzdem der größte, auch mentale Sponsor. Was viel wichtiger ist. Als ein paar Zahlen. Ich habe einen 45 Zoll, 42 Hertz OLED Ultraweitmonitor. Ich weiß, habe ich gesehen, Mann. Als du gestreamt hast. Also die Hertz habe ich nicht gesehen, aber dein Ultraweitmonitor. Ist schon anders, wenn man so viel Bild auf einmal hat. Und bei dir war auch alles winzig. Also man hat schon gesehen, dass dein Monitor riesig ist. Habe ich mir gegönnt. Hat er sich gegönnt. Auch 600 Euro oder so, ne? Ich glaube, die sind arschteuer. Das ist aber viel zu viel. Wir haben letztens den Vergleich bei Stray gemacht. RTX funktioniert fast gleich null bei meinem PC und die Stadt in RTX war bei Moti krass. Ja, RTX ist krass. Ich habe seit Monaten den Computer. Ich habe nie RTX ausprobiert. Aber wir haben es letztens bei Stray mal ausprobiert, auch wenn es dann nicht 100% supported wird, aber hat sich gerade so angeboten. Und das sieht so krank aus. Du kriegst Realitätsverzerrungen, Mann. Du denkst, bin ich jetzt noch im Videospiel oder bin ich schon im echten Leben? Die Lichteffekte, man kann sich das nicht, man muss es sehen. Es ist so krank, wie das aussieht. 1,3K? Den Monitor? Brauchen Sie einen Seelenklempner, Leo? Okay, was? Krank, Mann, krank. 1,3K? Ja, kann man machen, wenn man das Geld übrig hat? Bringt dem jungen Arzt. Der Junge braucht einen Arzt, Leute. Der hat die Kontrolle verloren. Aber krank. Räumen Sie nach einem Erdbeben Ihre Wohnung auf? Was? Ich hab noch gar nicht wirklich geguckt, was Darius da spielt. Darius, was spielst du da? Ach, er ist Tatortreiniger, oder? Ich muss aber gleich gucken. Okay. Wir sind jetzt hier. Die Pille rein.
Hätte ich das eben schon machen sollen? Warte, okay, okay. Nein, nein, nein. Ich gehe erst ins Wasser. Wir gainen erst wieder ein bisschen HP. Kann ich hier drin sitzen? Nee, kann ich nicht. Das Problem ist auch, dass man hier keinen Dreifachsprung machen kann. Das ist richtig blöd. Ansonsten wäre das gar kein Problem mit Resort. Aber Resort ist das einzige Set, was ich gut habe. Man kann Leichen werfen, was? Ich habe so Hunger. Na, du kleiner Random Encounter. Süßi. Küsschen auf Hörnchen. Küsst ihr auch immer eure Katze? Was willst du? Drüben ist jemand, der wird dir ganz viel Aufmerksamkeit geben. Mein Süßer. Hörnchen, ich sehe meine Skillbar nicht mehr. Macht eure Katze das auch immer? Dieses Kopf an Kopf? Wir machen das schon seitdem, Hörnchen. Also ich und Hörnchen machen das schon seitdem er bei uns ist. Aber nee, Softboxen mögen wir nicht, Hörnchen. Dieses Ding immer. Auf unserem Hof rennen 8 Katzen rum und ich habe alle... ich muss kurz Hörnchen. Hörnchen, bitte. Nicht jetzt. Das ist gerade echt eine blöde Situation. Er will immer die Softbox runterhauen, aber ich kann gerade echt gar nicht. Ich habe auch eine Katzenhaarallergie. Gehabt. Ich habe Schocktherapie gemacht. Die ersten Tage, wo Hörnchen bei uns war, also unser Kater, er heißt Hörnchen, ist das ein Name aus der Serie, auf Englisch Twig, Hörnchen halt für Geweih. Die ersten Tage, wo er bei uns war, meine Augen haben dauerhaft getränt, ich konnte kaum atmen, ich habe fast keine Luft bekommen. Und ich hatte echt Angst, dass wir ihn wieder weggeben müssen. Aber nach 4-5 Tagen war es weg. Keine Ahnung, ich habe Schocktherapie gemacht, es hat funktioniert. Ich hatte früher so eine kranke Katzenhaarallergie. Aber jetzt lebt er schon seit 5 Jahren bei uns und alles ist eigentlich relativ in Ordnung. Okay, jetzt reicht's aber hier. Die Pille rein, die Pille runter. Komm, heute schaffe ich's. Bitte. Schnell den hier. Ladet mir schön die Parry auf, bitte. Komm, Ulti aufladen, meine ich. Dass ich auch noch nicht an Arena-Pille vorher gedacht habe. Okay. Und jetzt. Ich glaube, das ist meine einzige Chance. Weil das die Dinger. Weil das die Leute stunt. Aber ich krieg nicht schnell genug HP, glaube ich. Oh nee, es sieht schlecht aus. Ich glaube, das reicht nicht. Das ist so nervig hier. Die Stun und ja, das, wenn das passiert, ist komplett dumm. Scheiße. Nee, das funktioniert nicht. Aber ich hatte es gestern fast... Wir machen es nochmal so wie gestern. Ich mach's nochmal so wie gestern. Ich heil mich, lass sie im Wasser spawnen und renne dann ganz, ganz schnell hoch. Oder hier auf dem Boot. Hier auf dem Boot ist ja auch okay, glaube ich. Ich habe ja noch 8 Minuten
Zeug, Mann. Die sind so nervig. Crime Scene Cleaner. Ja, man, Tatortreiniger. Ich finde, das Spiel ist unrealistisch. Du kannst doch nicht putzen, wenn da noch eine Leiche liegt. Das stimmt. Außer du warst der Mörder. Darius? Glaubt ihr, es gab mal einen Fall, wo ein Tatortreiniger ein Mörder war und es nicht rausgekommen ist, weil er weiß, wie man putzt? Ja. Ja, das glaube ich. Okay, ich warte jetzt hier unten im Wasser, dass die hier reinspawnen. Okay, ich heile noch ein bisschen. Oder auch nicht. Ich warte hier jetzt, dass sie im Wasser spawnen. Hä? Und dann renne ich hoch. Kann ich so besser sehen? Nee. Okay, da sind sie. Ah, sie haben mich direkt gestunt. Ich brauche jede Sekunde. Und schnell. Hoch, 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 hoch. Nein, hier ist, kommt man nicht hoch. Schnell, 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 schnell. Ah, nein! Ihr habt komplett verkackt. Scheiße. Da sind sie wieder. Kann ich die so runterhauen? Nee, die sind immun dagegen. Komm, nein! Oh, das hat gehittet. Ich hab nicht getroffen, scheiße. Warte, ich kann mich hier rausholen, oder? Aber das macht die Ulti direkt weg. Aber egal, egal, egal. Bubble. Komm, ladet mir schön auf. Die sind weg! Die sind weg! Oh mein Gott. Weg mit dir. Komm. Stirb bitte, stirb einfach, stirb einfach. Oh, sieht aber. Okay, ich muss safe spielen, ich muss safe spielen. Ich muss safe spielen. Scheiße, das bringt nicht viel hier. Egal, egal. Gleich Bubble und dann. Bitte lass es nicht abbrechen. Komm, gib mir Rage, ja. Bitte nicht abbrechen, bitte nicht abbrechen, bitte nicht abbrechen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, zieh durch. Ja! Ja! Nach all den Tagen. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, es hat so lange gedauert. Ich hab's geschafft mit Arena-Pille. Die Arena-Pille ist es. Okay, ich lese den Chat. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Eigentlich darf man Webs nicht küssen. Das sind nicht so gesund für die Baby. Er wollte sich nicht locken lassen. Was? Man darf Babys nicht küssen? Wieso darf man Babys nicht küssen? Oh. Ich glaube, ich bin strong, man. Der Harry wirft einfach Leichen. Katzenallergie ist das Grausamste, was einem Menschen angetan werden kann. Es war schlimm, aber dann nach ein paar Tagen nicht mehr. Außer Serie Hilda. Ja, die Serie Hilda war schon sehr süß. Es war eine Kinderserie, mehr oder weniger, aber es ist, man kann es auch als Erwachsene gucken. Es ist wirklich sehr, sehr schön.
Ich bin so unglaublich müde. Ich bin jetzt gar nicht mehr müde, Mann. Das hat gerade mein Adrenalin so hochgedreht. Kannst du nicht einfach air tanken? Nee, kann ich nicht. Ich darf ja nur einmal springen da drinne. Und er zieht mich aus der Luft, das auch, ja. Ich komme nicht hoch. Man darf da drin nur einmal springen. Hast du es mal mit dem fünften Set versucht, wegen längerem Skills und Stunts? Ich hab's geschafft. Ich hab's jetzt geschafft. Wie viele Shards habe ich jetzt bekommen dafür? 70. Ich habe die letzten Tage jedes Mal nur 5 bekommen. Das hat so wehgetan. Das ist so eine Punkteverschwendung gewesen. Ach Leute, ich hab's endlich geschafft. Ich hab gehört, es gibt nur 4 Level davon. Ach, 8 gab es normalerweise. Stimmt das, Leo? Dass die 5, 6, 7 und 8 Dreamland gar nicht auf ist? Ach, Ordner, guck mal, Ordner ist hier. Was geht, Mann? Was geht? Sag mal Hi zum Livestream-Chat. Direkt mal unterschwellig Werbung machen. Er traut sich nicht. Ich glaube, er will nicht. GZ. GZ. Ich muss weiter. Heute nur 75. Okay. Okay, okay, okay. Hörnchen. Hat das eben geleuchtet? Hast du das jetzt kaputt gemacht? Okay. Da ist Hogewarz im Hintergrund. Aber Hörnchen, das wollen wir hier nicht machen. Er hat letztens schon den Schornstein von Hagrids Hütte abgemacht. Und ich finde ihn nicht wieder. Es ist so nervig. Aber naja. Hörnchen. Ich weiß, du verstehst das nicht. Ich rede mit Menschen da im Internet. Ja. Red nicht mit dir. Okay. Emotional Damage. Wer ist da denn? Leo will im Livestream zu sehen sein. Stell dich hier. Nicht Hagrids Hütte. Das wilde Hagrid, Mann. Ich muss ihn auch noch, suchen. Also, er hat nicht den kompletten Schornstein abgerissen, sondern nur das halt, was oben drauf war. Die Hälfte des Schornsteins. Weil die sind nicht so gut mit Bakterien. Babys haben ja noch nicht wirklich ein Immunsystem. Ach so. Ach so. Echt? Ist das so eine Regel? Darf man Babys nicht küssen? Aber jede Mutter macht mit ihrem Baby. Okay. Kurzes Schauspiel, Leute. Welche Mutter würde es schaffen, ihr Baby nicht zu küssen? Halbes Herz. Okay. Hier kannst du täglich wiederholen. Ach so, geht nur bis 4. Ja, geht nur bis 4. Ja, okay.
Also haben die 5, 6, 7 und 8 einfach hingeschrieben, vorgehabt und niemals beendet. Dann habe ich ja eben im Stream keine Fehlinformationen genannt. Aber Neugeborene, die liegen doch auch auf dem Arm der Mutter. Aber was ist, wenn die Mutter einen Schnupfen hat? Dann fliegen doch überall Bakterien rum. Man darf Neugeborene nicht küssen? Darf man auch nicht. Die können ja nicht Ja sagen. Ich cancel euch, wenn ihr Babys küsst. Okay, aber was ist ein weirdes Thema, Leute? Wollen wir vielleicht aufhören, über Babys küssen zu reden? Keine Ahnung. Ich gehe gleich raus und küsse eins. Und ihr seid dann schuld. Stellt euch das vor. Random auf der Straße einfach. Da kommt jemand und küsst dein Baby. Was machen sie da? Ach, ich fand das süß. Ich wollte einfach mal einen Pussy geben. Ach, ich hätte ja das hier noch drücken können. Voll vergessen. Ich hatte ja noch ein Backup. Na, aber ich hätte den Backup vergessen. Noch 50 Minuten, aber das schaffe ich. Easy. Was wollte ich gerade machen? Keine Ahnung. Wir haben gehofft, dass es mit dem Update weitergeht, aber nein. Ach so. Aber auf 4 kannst du jeden Tag 100 Punkte holen. Ja, das brauche ich unbedingt. Ich muss unbedingt daran kommen. 100 Punkte am Tag wäre so gut. Der Punkte-Shop ist so wichtig. Ich habe jetzt so viele Tage verschwendet. Ich könnte einfach alle 3 Tage könnte ich hier mir einen, also ich könnte jetzt 3 Tage und ich kann mir einfach so komplett so einen Ring full upgraden, ohne Hunderte an Liang zu bezahlen. Ich könnte, in 6 Tagen könnte ich einen Black Yard Powder haben. In 8 Tagen könnte ich einen Binding Agent haben, was viel wichtiger ist. Ich könnte mir Kultivationspunkte holen. Ich könnte so viel tun. So viel. Aber ich hoffe, die Level 4 wird nicht so schwierig wie 3. Aber fast alles ist nur einmal kaufbar? Wie? Was? Aber nicht das Binding Agent, oder? Wie? Einmal in der Woche, oder? Weil es steht überall Purchase Limit, aber man kann nicht sehen, was. Also wie viele? Sind die alle begrenzt? Okay, also ich dachte, was? Dann ist er ja doch nicht so OP, der Shop. Die sind begrenzt. Ich dachte, die kann man so oft kaufen, wie man will. Ich hoffe, ich komme zu den 100 Punkten. Also, dass die 3 Kapitel vorher auch einfach sind. Keine Ahnung, ich werde es mir ansehen. Ich werde morgen hier wieder mit meinem Tutorial sein und 1:1 nachmachen, was die Person im Video macht. Bloß nicht selber drüber nachdenken. Warte, ich habe deine Emotes wieder. Stimmt. Aki hat meine Emotes wieder. Leute, das fühlt sich so heimisch an. Das habe ich gar nicht gerade so realisiert. Ich will dein Baby sein. Du darfst mein Baby sein. Twitch hat scheinbar einfach direkt abgebucht. Hast du gerade Sub gekauft? Hast du gerade gesubbt? Oder kannst du noch... Nein.
Mich würde jetzt interessieren, ob wenn du jetzt in meinen Chat gehst auf Deadmoti und dort an, also ich weiß nicht, ob du es überhaupt kannst, wenn ich nicht streame, aber man kann doch immer, wenn man schon länger Sub ist, muss man ja immer drücken, Sub teilen. Und dann kommt ja die Benachrichtigung nochmal im Stream. Ich frage mich, ob ich es so weit eingestellt habe, dass wenn man das klickt, dass ich das dann jetzt hier als Benachrichtigung reinkriegen würde. Es ist nur Laufen und Labern. Okay, das ist gut. Das ist schon schön easy. Ich werde ja dann bald da sein bei den 100 Punkten am Tag. Dreamland. Werden wir die nächsten 3 Tage sehen. An Tag 12 dann sind wir fertig, hoffentlich. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Dieses Emote. Dieses Emote ist so triggernd. Ich liebe es. Danke für deinen Sub, Aki. Vielen Dank. Danke für deinen Sub auf Ehrenbruder-Basis. Küsschen aufs Nüsschen. Some events you must attend at a hour? So early? What do you mean? What do you mean? Lifestone powder. And welcome back to my stream. Rootless water. I'm doing my dailies every day. Like every day. Lifestone powder. Du meinst auch, du möchtest gerne mal wieder malen, oder? Ja, aber das bringt jetzt nichts, das hier reinzudingsen. Das bringt wirklich gar nichts. Das kannst du machen, wenn ich wieder streame. Aber ich war auch am Überlegen. Ich war am Überlegen, es zeitlich zu begrenzen. Ich habe 16.000, aber warte erstmal lieber mit den Punkten. Du weißt nicht, was da... Also, ich glaube, ich habe da auch neue Sachen eingefügt und sowas. Und hattest du nicht auf irgendwas gespart? Warte erstmal damit. Und ich war auch noch überlegen, das System mit den PowerPoints und den Bildermalen zu ändern. Deswegen Work in Progress. Weiß ich nicht, was. Aber ich habe ja auch neue Sachen eingefügt und sowas. Du hast ein VIP, das stimmt. VIP. In der Psychiatrie, ey. Weiß ich nicht. Wolltet ihr nicht farmen, damit ihr mir im 48-Stunden-Stream richtig was reindrücken könnt? Aber ich glaube, da war noch irgendwas anderes. Aber ich muss kurz taschen. Ich habe mir jetzt einfach die fast leere Toilettenpapierrolle geholt. Und danke, Leo, für den Follow. Ich habe hier leider keine Benachrichtigung, weil mein komplettes OBS auf den Hauptkanal eingestellt ist. Deswegen ist hier auch kein Chat und sowas. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt alle Dailies gemacht, oder? Nur noch Chesset. Und Jango Hermit. But no, I don't have any events to make. On this time, I think. Just waiting for reset TP. After 12 hours thrown at liberty, you will give a shot? What do you mean? Throne and Liberty was this game, when I remember right. I showed the game, but it's not mine.
I don't will try this. Was hab ich gerade gemacht? Hab ich den Hermitage schon? Ich muss den Hermitage schon gemacht haben. Und ich wollte auch gar nicht nach Chengdu teleportieren. So, confused bin ich mal wieder. Ja. Können wir gleich machen. Ich muss ja eh noch bis 0 Uhr warten. Um die Daily Reset TP zu machen. Dann gibt's gleich 2 Dungeon Actions. Auf ganz entspannt, aber erst ganz schnell hier die Chess Daily. Das dauert 5 Minuten. Ich weiß nicht mehr, was ich mir da alles ausgedacht habe. Ich habe auch noch Sachen auf der Liste, die noch eingeführt werden müssen im Hauptstream. Hier gibt's auch wahrscheinlich, ja, Chess Q&A. 2x oben. Die denken doch nicht, dass ich das mache, das Q&A. 2x oben, 1, 2, 2x unten. Okay, nur 4 Fragen muss man beantworten. Einmal schnell das Chess-Set. Der einzige Kanye West-Song, den ich höre. Oder gehört habe. Where's Team Practice Hub anymore? It was Chengdu. 9999. Yes. Now it's in Sushu. That's wrong. Here. Now it's in Sushu. I will show you when it open. Okay, it opened it. Wait. Okay. It's here. It's here. On 736350. Okay. Yeah. Leo already written the coordinates. The coordinates. Ich sag's gerne noch ein 35. Mal. Ich krieg die ganze Zeit ein bisschen schon leichtes Gänsehaut und Flashbacks, wenn ich die Lieder hier höre. Morgen Dead Modi Stream? Nein. Wisst ihr, was traurig wäre? Ich komme an. Und keiner ist mehr da. Okay. Es könnte passieren, nach all den Monaten. Stellt euch vor, King Brot kommt nie wieder. Ich nenne mich Motihead und stream ein VOD. Easy. Easy, Mann. Solltest du machen. Warum nicht Motis Head? Das stimmt. Das ist viel besser. Okay, ja, ich brauche auch noch normale. Das können wir auch noch machen. Aber erstmal dann die hart, die schweren. Normal brauche ich auch noch. Ich brauche noch ein paar Level für das Set.
Diese Iron Mouse hat mega süße Emotes. Ja, die sind schon ziemlich gut. Aber sie macht auch, sie hat auch super süße Charaktere und sowas. Aber ich schau kein Twitch. Aber was ich war mal drin im Stream und es hat mir schon, war schon sehr unterhaltsam eigentlich. Die macht so viel mit ihrem Charakter und sowas. Dieser VTuber kriegt von mir die VTuber akzeptiere ich VTuber Lizenz. Ich muss gestehen, ich bin fast gewillt, ihr einen Sub zu geben, nur um ihre Emotes nutzen zu können. Ach, das ist ja fast das, was mein Plan war. Okay, nein. So zur Hälfte. Die Emotes müssen, also das ist ja bei jedem so, die Emotes müssen schon ziemlich geil sein. Dann sind die Leute gewillt zu subben. Also mehr. Weil das ist ja eigentlich das Einzige, was die Zuschauer zurückbekommen. Für den Sub. Emotes. Ja, noch ein bisschen Punkte mehr Steller und keine Werbung. Aber keine Werbung kannst du auch mit diesem Nitro-Dings haben. Oder wenn man das für ich macht, dass jede Stunde Werbung abschalten. Aber der Hauptgrund sind ja, also der Hauptverkaufsgrund sind ja meistens die Emotes. Da muss man sich schon sehr gut ausdenken. Aber ich würde selbst von mir behaupten, ich habe das eigentlich schon ganz gut gemacht. Ich habe schon relativ gute Emotes gehabt, finde ich. Um mich mal kurz selbst zu beweihräuchern. Der selbstbeweihräuchernde Modi. Aber natürlich nicht auf so einem Animation-Level wie beim Iron Mouse. Die Frau ist einfach krass, was sie da tut. Kill you, ich wäre ready. Die Dailies sind done. Obwohl, eine Sache noch. Nicht vergessen in der nächsten halben Stunde. Ich muss noch einmal eine 10er machen. Weil ich muss noch meine Daily Kiste abholen. Aber dann bin ich ready. Dann bin ich done. Also ich habe mal einfach testweise einen Binding Agent gekauft. Du kannst 2 kaufen. Okay. Okay. Aber 2 sind schon 500 Liang. Das ist schon sehr geil. Leider nicht unendlich. Aber 2. Ich warte auch schon die ganze Zeit auf die Brust, ne? Ich will endlich, dass der 30. Tag ist. Ich will endlich ich werde die direkt auf C7 pushen. Ich werde mir direkt in Dreamland den Upgrade-Dings kaufen, komplett upgraden und ich habe komplett von C3 bis C7 den ganzen Scheiß im Inventar vom Power. Wie heißt das? Heroes Grove. Weil man soll ja, wenn man jetzt auf Goldrüstung erstmal geht, so wie ich, soll man ja trotzdem Ringe, Waffe und Brust auf Jade haben. Brust wegen dem Effekt da. Du weißt das, aber ich erzähle es halt für die Allgemeinheit. Brust wegen dem Effekt und halt Ringe und Schwert für den Effekt. Ja, dadurch bekomme ich jetzt 2 durch bis C7. Das zweite wird wahrscheinlich das Schwert sein. Aber da muss ich alles noch gucken. Ich habe mir erstmal meinen Ring gemacht gehabt beim ersten, also als er rauskam, als man den bekommen hat. Aber auch erst auf C6. Ich push auch erstmal Schwert und Ringe auf C6 und guck dann, dass ich sammle und das dann alles gleichzeitig hochmache. Damit ich den Effekt nicht verliere. Darius am Cleanen. Aber den zweiten, also das zweite C7 Binding-Ding, das werde ich wahrscheinlich dann, halt für Ringe oder Schwert verwenden. Das im Teamchat, was hast du gemacht mit dem Grove?
Ah, ja, sieht man. Krass. Da steht, warum steht da Hero? Steht da, weil du mit dem Hero Growth Ding geupgradet hast, jetzt an dem Item Hero Growth Plan Reward dran? Ja, das ist wirklich eine kranke Hilfe. Das Musiken-Ding brauchst du für Kunlun, oder? Wer spielt nochmal mit Narcissa? Ist doch schon ziemlich cool. Mir gefällt das eigentlich auch ziemlich. Ich mag das, dass man auf dem Dings spielt. Ja, Kunlun, ja. Ich mochte damals auch schon PBI, Peach Blossom Island. Ich liebe die Rage, dass man einfach bei der Rage Leute zum Tanzen bringt. Und dass sie dadurch Schaden bekommen. Damals mit dem guten alten Frosch Lee bin ich auch damals von Wudang in PBI reingejoint, als die Factions neu rauskamen. Aber ich habe nie was abgeschlossen mit dem alten Charakter. Ich war immer zu ungeduldig und zu faul. Ich habe auch nie wirklich Spy gemacht und alles. Ich war einfach nur extrem faul. Das, was ich hauptsächlich in Age of Wushu gemacht habe, war eigentlich nur mit Leuten abhängen. Irgendwie Diplomatie halt, PK, PvP, irgendwelche Gildenkriege und Auseinandersetzungen und alles. Irgendwelchen Noobs immer geholfen. Leute durch Instanzen gezogen 500 Mal, ohne dass das irgendwas gebracht hat. Und all so ein Zeug. Ich habe einfach in Age of Wushu gelebt. Ich habe es nicht gespielt, ich habe es gelebt. Es ist heutzutage ein bisschen anders. Heutzutage mache ich 1,5 Stunden Dailies am Tag. Damals. Im Krieg. 1945, als mein Eichhörnchen das Leben gerettet hat. Geil. Super duper abgeschließen. Einmal ein Chengdu abgeben und dann bin ich ready. Ja, flex mit deinen ganzen Waffen, mein Bruder. Flex mit deinen ganzen Waffen. Okay. Ich hab nicht eine. Oh, die sind schön. Die guten alten Double Dagger mit Damage Increase. Die hatte ich auf einem alten Charakter auch. Mit Resurgence drauf. Ich weiß nicht, ob ich... Ich bin mir bis jetzt immer noch unsicher. Soll ich beim Schwert auf Chef oder... Also soll ich auf Damage Increase gehen? Oder soll ich auf Buff gehen? Zehn Prozent, aber sind 10% mehr als Damage Increase? Weil mit Damage Increase kann ich auch noch anderes Sets spielen. Mit 10% Buff habe ich Pech gehabt. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Soll ich auf Chef oder soll ich auf Damage Increase gehen? Früher mit meinem alten Charakter habe ich alles erstmal auf nur Damage und Stats gemacht. Da habe ich nichts mit Prozente gemacht, weil ich einfach erstmal was haben wollte, was auf alles funktioniert. Aber das sind ja die Braces. Ich meine jetzt Schwert. Schwert geht ja nur 3 Sachen, oder nicht? Drei verschiedene Sachen. Darum ja 50% Max. Braces werde ich auch so machen. Hä? Warum geht das?
Aber dann kannst du ja jetzt... Dann kannst du jetzt dreimal da Shadow Leaves No Trace drauf machen. Dann machst du noch dreimal auf deine Bracer Shadow Leaves No Trace. Und dann kannst du ja dir noch ein Comprehension Book mit Shadow Leaves No Trace reinmachen. Dann hast du ja nicht 50, sondern 70%. Oder wo ist der Haken? Ich dachte, beim Schwert ist der Haken, dass es nicht geht, dass man zweimal dasselbe hat. Auf Bracers gibt es nur Faustsets. Ach so. Was? Das wusste ich nicht. Kickset sind auf Leggings? Aber Kicksets sind doch auch barehanded. Kann man auf dem Thimble keinen Buff drauf haben? Weil sonst kann man das ja mit Faustsets machen. Wenn ich jetzt auf Tai Chi, Open Tai Chi Bubble gehe, dann mache ich mir 3 auf meinen Bracer, 3 auf meinen Thimble und ein auf meinen. Auf Thimbles gibt es nur das Flower Set. Ach, da ist der Haken. Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Ach so. Also muss ich auf Waffe gehen, wenn ich Prozente haben möchte. Und mit Bracer gehe ich dann auf Open Tai Chi. Und Kickset habe ich nicht. Okay. Okay. Ich komme mal rein. Dann kann man immer noch denken und reden. Habe ich schon resettet? Ja. Aber warte, ich habe keinen Platz. Moment. Momentus. Der kann ja weg. Was müllt mir gerade mein das hier? Mache ich den mal. Einfach. Auf schnelle Welle. Nö. Ja, Ignore Soft Defense wollte ich haben. Replace ich mal hiermit. Skin Defense, Ignore Defense of Nähe. Nee, nee, habe ich gerade bekommen. Nee. Auch nicht. Okay. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und die zwei können raus. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Ich hoffe mal. Weißt du, wofür man die hier benutzen kann? Da steht Only for Yirgu Ultimate Skills. Was meint ihr damit? Okay, jetzt komme ich rein. Achso, okay. Ach so, es ist immer auf das, was es ist. Ach so, und das. Ah. Ja, das macht Sinn. Ich dachte aber, dass alle Kick- und Handsets alle auf Thimble sind. Aber auf Thimble sind nur Flower-Sets? Also das Flower-Set? Was ein Durcheinander. Ja, das sieht perfekt aus. 3x Parish Blade Bonus.
In jedem Fall halt mit Tai Chi Rage und dann noch das Buch dazu, dann hast du 40%, das ist das Max für jeden Skill. Ach, das ist gut, ja. Dann habe ich hier 30 drauf, da habe ich dann 30 drauf auf meinen Breeze am besten. Und dann switche ich immer mit einem dem Makro, was ich mir dann einstelle. Okay. Okay. Ja, dann habe ich was gelernt. Schön. Gut zu wissen. Dann gehe ich wahrscheinlich wohl auf... Aber es ist so teuer, die Scheiße zu rollen, ne? Mache ich mir erst ein Breeze-Schwert oder mache ich mir ein Alles-Funktioniert-Schwert? Ja, das ist die Frage. Was? Ich habe gar nicht drauf geachtet, viele Punkte zu bekommen heute. Ich habe mit 230 Activity Points das gewonnen? Haben die Leute heute geschlafen? Ehrlich. Aber das kann man nur einmal die Woche bekommen, oder? Hätte ich das gewusst, hätte ich noch Daily Escort und Heroes gemacht. Dann wäre ich vielleicht auf die 200 gekommen. Best Viewers on. Halt dein Maul. Schön. Ja, einmal, ja. Immer diese Bots, die reinkommen, ne? Das ist so nervig. Okay, ich bin ready. Ah. Meine Arme tun so weh. Ich habe im Fitnessstudio echt komplett übertrieben. Oh. Du hast nichts bekommen mit über 300? Hä? Hä? Sag ich was? Das macht aber gar keinen Sinn. Deine Wahrscheinlichkeit sollte doch viel höher sein. Ich wundere mich auch, dass ich mit 240 Punkten gewonnen habe. Was war das denn? Ist Darius immer noch am... Ja, er ist immer noch am Tatort reinigen. Ich liebe Wudang. Ich bin einfach dauerhaft in the air. Breeze Sword war schon immer mein Lieblingsset. Damals schon. War damals schon Wudang mit Breeze Sword. Ich habe auch so oft, während ich keine Edge of Wushu mehr gespielt habe, habe ich auch letztens schon erzählt, ich habe immer geträumt, wie ich das Skillset benutze. So. Tschu, tschu, tschu. Okay. Und dann die Rage. Okay. Mir geht's gut, Leute, mir geht's gut. Der Theater-Moti mal wieder. FF an Leo. Ich mach ihn tot. Ich habe jetzt niemanden gefragt, ob er mit möchte, ne? Die sammle ich immer das und das. Und das. Scheiße. Jetzt habe ich auf Loot All gedrückt. Typischer Moti.
Sie meinen, das Leben ist gefährlich. Okay. Und was machen die anderen süßen beiden? Der Darius macht Tatort reinigen. Was macht Akimaki? Oder die Lurker? Schaffen wir es, einen Lurker zum Chatten zu bringen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Die Map sieht cool aus. Ich bin Lurky Girl. Glaube ich dir. Animal Crossing, hab ich erwartet. Ich kann auch mal eine Pille reinschmeißen. Apropos Pille. Ich vergesse die auch ständig, die Dinger. Das ist eine Kunlun-Map. Ah. Ja? Krass. Sieht schön aus. Ich will langsam schlafen. Ja, ich mache auch nicht mehr lange. Ich glaube, ich mache nur einen Dungeon und danach gehe ich TP machen und dann geht's langsam noch was kochen, essen und ich muss echt unbedingt essen. Ich habe so Hunger. Ich habe auch noch nichts gegessen. Und dann geht's langsam schlafen. Leider keine Zeit mehr, Leo. Machen wir später weiter, wenn du denn noch kannst. Ich brauche unbedingt eine neue Lampe für vorne. Ja, wir müssen auch unbedingt noch ins Baumarkt. Das ist schön. Wir müssen auch eigentlich noch zu Ikea. Wir brauchen eine neue Pfanne und so. Das Leben ist schwierig, wenn man am Tag schläft. Wieso gibt es nicht von allem in einer Stadt einen 24-Stunden-Shop? Wieso gibt es keinen 24-Stunden-Baumarkt? Und 24-Stunden-Ikea? Können die nicht mal an die guten alten Nachtschichtler denken? Und was ich nicht verstehe, warum gibt es nicht für 24 Stunden Ärzte? Für Leute, die in der Nachtschicht arbeiten? Die müssen immer ihre Krankmeldung nachreichen. Also das ist das, was ich am meisten nicht verstehe. Ja, du kannst ins Krankenhaus gehen, aber da... Die zeigen dir einen Vogel, wenn du da ankommst, wenn mit einer Krankheit. Es sollte in jeder Stadt einen 24-Stunden-Arzt geben. Für Nachtschichtler. Weil die ja auch voll die Probleme haben, zum Arzt zu kommen. Auch nicht nur, wenn sie krank sind, sondern also auch wenn sie was Ernsthafteres haben. Nicht nur für Krankmeldungen. Ja, irgendwo in der Mitte der Stadt, ja. Oder wenn die Stadt zu groß ist, verteilt, so 4-5 Stück zumindest. Oder das ist im Krankenhaus, aber ja, da nutzen das Leute vielleicht aus. Und die haben da echt Besseres zu tun. Weil alle Ärzte, die da sind, wenn denn ein Notfall ist, dann hast du trotzdem Pech gehabt. Ja, keine Ahnung. Mein Licht ist mehrfach einfach aushängen heute. Oh Mann. Ja, du brauchst unbedingt eine neue Lampe am Fahrrad. Ich war heute mega dumm. Eventuell ist meine Dose runtergefallen und dann ist die in zwei gesprungen. Welche Dose? Welche, was? Pizza! Was Pizza? Ich hab keine Pizza, Mann. Bestellst du mir eine? Relive Donation. Ich will immer neuer Geld, ne?
Deine Glow, ach so. Deine arme Brotdose, oje. Die ist in zwei Teile gesprungen. Na, zumindest nicht in 1000. Jo, haben wir aber Leute, die nichts damit zu tun haben, sehen das Problem nicht und wir sind eine Minderheit. Das stimmt. Das stimmt. Nachtschichtler gibt es. Ja, prozentual relativ wenig. Warte, ich hab's wieder vergessen. Ja, ich bin mit dem Kopf da. Ich bin mit dem Kopf da. Der macht einem immer einen Debuff und wenn man, und man muss den Flying Skills benutzen und wenn man die Flying Skills nicht benutzt, wird man gestunt für Ewigkeiten und ist eigentlich komplett aus dem Kampf ausgenockt. Immer bei dem Boss, ich vergesse es jedes Mal. Ja, den hatte ich schon. Okay, wie sieht mein Inventar aus? Noch relativ in Ordnung. So wie Chrysanthem. Kommt von Übersee. Danke. Vielen Dank. Kann ich davon eins... Ja, die kann ich sogar essen. Den kann ich auch essen. Geil. Vielen, vielen Dank. Darius, willst du bei uns auch so krass putzen? Darius, brauchst du einen Nebenjob neben deinem Nebenjob? Ich hab einen Job neben meinem Nebenjob. Ja, ich hatte Glück, aber meine arme Dose, jetzt brauchen wir eine neue Dose. Nur wenn ich euch werfen darf. Okay. Wohin? Ja, du bist unsichtbar. Wenn ich einmal abkratze, dann möchte ich, dass Darius meine Wohnung sauber macht danach. Ist das eigentlich noch dein Plan oder hat sich der geändert? Du weißt. Ich möchte, dass Darius meine Leiche raufdreht. Und Aki und Jesse haben von mir den Job bekommen. Wenn ich einmal abkratze, sollen die meine Songs einschicken, verbessern und rausbringen. Damit ihr alle den Totenblues hören könnt. Okay, nice. Was hören wir jetzt? Na, die Playlist ist schon lange abgelaufen. Wir hören jetzt irgendwas. Aber es ist ein schöner Vibe. Nostalgisch. Ich hätte Lust auf ein Baguette, ich auch. Aber wir haben nichts. Dann müssen wir gleich nochmal schnell zu Penny gehen. Erstmal zu Penny. Ich habe auch so Bock auf ein Baguette. Aber ich glaube, wir machen gleich Nudeln, oder? Oder Penny will eigentlich nicht noch einkaufen gehen. Du bist dann schlafen. Ja, das. Ja, dann muss ja wie so ich ja zu Penny gehen. Allein. Da habe ich noch weniger Lust. Wir kaufen auch meistens, ich habe ja eben erzählt, mein kleines soziales Phobie-Problem. Dadurch machen wir meistens eigentlich immer bei Rewe vorbestellen. Dann kaufen die für einen ein. Du musst nur nach vorne gehen und es einfach abholen.
Das ist richtig geil. Ich glaube, das kostet gerade mal 3 Euro oder sowas mehr. Dafür, dass sie die das zusammensammeln. Wir machen ein... Und es ist easier, also weil du... Ja, du kannst die, du kannst die Liste halt zu Hause ganz easy einstellen. Du musst dir keine Liste machen und alles im Laden suchen und alles. Das machen die alles für dich. Und du kannst besser planen, was du wirklich essen möchtest. Wir machen uns dann immer so einen 2 Wochen Essensplan. Wir machen dafür alles in den Warenkorb, bestellen und können es einfach am nächsten Tag vorne an der Kasse abholen. Ganz easy. Und was auch noch ganz geil ist, aber das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich erfahren, aber davon hat uns ein Kollege erzählt. Wenn du günstige Produkte dort in den Warenkorb einpackst und die haben die nicht mehr, dann kriegst du einfach Markenprodukte zum selben Preis. Aber das habe ich selbst noch nicht erfahren, glaube ich. Aber ja, wir müssen auch noch unbedingt den Einkauf bestellen. Dann geht man einfach dahin und holt sich seinen Einkauf einfach ab und fährt wieder nach Hause. Das ist so geil, die Funktion. Danke Rewe, dass es dich gibt. Okay, danke für den Run. Vielen, vielen Dank. Dann geht's jetzt zum Reset-TP. Oha. Mein Twink ist Level abgekommen. Er ist jetzt Peak of Power. Danke für den Run. Ich fahre gleich 30 Minuten nach Freiburg, um einkaufen zu gehen. Mit dem Auto wahrscheinlich auch noch, oder? Ja, du musst ja ein Auto haben. Ansonsten, wie willst du auf da, wo du lebst, leben? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf, deswegen sage ich es einfach so. 30 Minuten, um einkaufen zu gehen. Ja, da habe ich es besser mit 5 Minuten zu Penny. Ich wohne in Kiel City. Hauptstadt von Schleswig-Holstein. Das beste Bundesland der Welt. Aber waren die schon mal in Baden-Württemberg? Lustiger Joke bei Leo. Ja, einmal hatten wir das, genau. Einmal deine Erdbeeren, das stimmt, ja. Und die haben sie nicht billiger gemacht. Wie? Aber wir mussten doch trotzdem, glaube ich, nur das zahlen, was wir vorher gewählt haben, oder nicht? Oder hat Jesse Blödsinn erzählt? Dann habe ich jetzt auch Blödsinn weitererzählt. Weniger Penny Rewe Deal, alles nur 5 Minuten. Normal. In der Stadt normal. Ich kann auch 5 Minuten zu Edeka gehen. Achso, du willst aber Goasi und dann gibt's nur eine Großstadt. Achso, okay. Achso. Was ist Goasi? Ich mag Asia Hung, aber ich mochte auch nur einen einzigen Asia Hung. Einmal das Zeug auf den Twink. Ich war sehr überzeugt von Asia Hung, weil der Asia Hung bei uns im Kiel Bahnhof war richtig gut. Wir haben mal in Hamburg gegessen. Nee. Wir haben mal in... Also wir haben 2 Asia Hungs zeitlang gehabt, im Sophienhof und im Hauptbahnhof. Das ist gegenüber voneinander, fast relativ nebeneinander. Im Sophienhof auch. Nee. Schmeckt nicht wirklich, weil das Fleisch immer so weich ist und so. Mein Twink hat keinen Platz mehr momentan. Ich kann gleich den Chat wieder sehen, ja? Ich brauche den Monitor gerade. Ich brauche mehr Monitore. Ich suche nach einem neuen Asiaten, der wieder so richtig geil ist. So wie Asia Hung im Bahnhof mal war. Ich würde das so gern wieder essen. Aber so, wie es mal war. Und nicht so, wie es jetzt ist.
Mehr Platz hat er gerade nicht. Er muss zum Lager laufen. Okay, ich sehe euch wieder, Leute. Langsam tut mein Kopf auch ein bisschen weh. 3 Stunden Stream. 3 Stunden durchlabern. Wann macht man das mal? Ich will auch wieder asiatisch essen. Ja, aber ich will wieder das geile Fleisch von Asiahong haben. So wie es mal war. Das ist so lecker. Oh, wenn ich dran denke, oh, macht mir nicht noch mehr Hunger. Ach, ich esse gleich das Toilettenpapier. Okay. Ich raste aus. Hier ist Juji. Wo kommen denn die ganzen Keizen her auf einmal? Guten Morgen. Astrid auch. Alle kommen online. Nachher gehe ich wieder online um 23 Uhr und alle sind wieder offline. Und ich denke mir wieder, ja, allein in der Gilde. Okay. Deswegen bin ich früher nach Heavy Cloud gegangen. Weil da sind die Leute nachts wach, dann wann ich wach bin. Aber ich will in Keizen bleiben diesmal. Ich mag Deutsch. Das ist halt das Problem. Aber das ist ein anderes Problem. Also ich kann entweder 30 Minuten nach Freiburg oder eine Stunde nach Karlsruhe. Ach so, Goasia ist eine asiatische Supermarktkette im Import nach. Ach so, das. Das haben wir hier auch ganz in der Nähe. Die gibt's ja auch an jeder Ecke jetzt inzwischen. Ja, das, da gehen wir auch immer wieder hin, weil wir holen immer Sojasprossen dort. Weil in Rewe und sowas gibt es nur Mungobohnen. Und wir wollen keine Mungobohnen. Wir wollen Sojasprossen. Macht einen winzigen Unterschied. Und die Nudeln holen wir manchmal da. Aber viel kenne ich da nicht. Der Laden ist immer sehr überfordernd. Die haben immer so viel Zeug. Komplett überfordernd. In Hamburg ist, glaube ich, einer ist, ich glaube, zu dem wollte ich mal, wir müssen es nur lernen. Lernen? Was lernen? Selber das Essen zu machen? Ja, das müssen wir wirklich. Aber dann brauchen wir auch wieder eine Friteuse, um das wirklich so hinzubekommen, wie der es hinbekommen hat. Kann ich nur empfehlen, hat auch, ach, es ist passiert, Leute. Das passiert mir öfters, wenn ich zum TP-Platz gehe. Das Spiel hat sich einfach geschlossen. F. Und der Stream ist direkt auf meinen Twink rübergedingst. Hi, ich bin's. Kanan, okay. Der ist direkt über auf meinen Twink rübergeswitcht. Ich muss meinen Main-Account wieder einloggen. Ramune habe ich mal im Stream tatsächlich getestet. Ramune Mango, wegen dem Song. Alles. Was hat er gesagt? Alles Mango. Ramune Mango, Brudi. Den haben wir sehr oft im Stream gehört gehabt. Deswegen habe ich irgendwann mal beim asiatischen Laden Ramune Mango geholt. War überbewertet, würde ich sagen. Du, wenn ich wieder arbeite, dann bin ich da, wenn du wach bist. Nice, Mann. Dann habe ich endlich jemanden, der eigentlich arbeiten sollte, aber mit mir wach ist. Aber ja, das ist keine Kette, zu der wir gehen. Nicht so richtig, ne? Aber die in der Stadt, die sind ja schon da auf dem Weg zur Kette. Die haben jetzt 2 Shops in der Stadt. Was ich auch nicht verstehe. Warum sind die so nebeneinander? Vielleicht ist das, weil sie den. Vielleicht machen die das so, dass sie jetzt den neuen Laden gekauft hat, jetzt erstmal beide parallel laufen lassen und den hinten wieder abgeben. Weil die Position in der Mitte besser ist. Aber sonst, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso es 2 nebeneinander gibt. Was mit Darius? Er hat nicht Tschüss gesagt, aber er hat ausgemacht. Okay.
Ein Topf mit Öl reicht. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber Fritteuse hat schön Filterfunktion und so. Ist easier. Ansonsten muss man ja selber filtern, ja. Aber wir haben eine Fritteuse, also wir müssen sie eigentlich nur mal sauber machen und hier in meinen, also in meine, genau, in Akis Wohnung bringen. Ich habe ja noch eine eigene Wohnung, wo die Fritteuse noch steht. Aber die hatten wir damals nicht mitgenommen, weil wir haben früher nur Fritteuse gegessen und das war nicht gesund. Wir müssen auch, wenn wir die rüberholen, aufpassen, dass wir das nicht wieder machen. Und Frittieröl ist so teuer gewesen. In Corona war es extrem. Alter, in Corona frittiert, Leute. Das war eine kostspielige Angelegenheit. Aber auch so ist das schon teuer. Also richtig oft kann man die ja auch nicht verwenden. Warte, hier werden eh genug TPs sein. Ich hole mir einmal die Quest heute. Pünktlich. Dann muss ich nicht die 10er TP später noch machen. Einfach einen Trichter mit Küchenpapier auslegen und durchlaufen lassen. Ja, weißt du, wir sind arschfaul. Okay. Das klingt schon wieder nach Arbeit, die ich nicht haben möchte. Ja. Ja. Ja, kann man eigentlich machen, stimmt schon. Aber ich kann auch einfach meine Fritteuse verwenden. Ich verweigere, Leute, ich verweigere. Ich frittiere immer in einem Topf, aber ein bisschen vorsichtig sein, vor allem mit gefrorener Ware. Okay. Da bin ich jetzt schon wieder raus, wenn du mir sowas schreibst. Weil vorsichtig sein ist nicht so mein Ding. Ja, ich mach erstmal ein Päuschen, okay, dann kann ich das ja. Wir danken Darius für seine Content-Cam. Ich hoffe, ihr habt die Nebenbei-Unterhaltung genossen. Ach, warte, ihr seht ja gar nichts. Hier. Wir sind mal wieder am TP machen. Ein paar Spieler sind hier. Mutti kocht auch manchmal gruselig. Ich darf sowas nicht machen. Ich benutze lieber die Fritteuse zum Frittieren und dann kann ich nichts falsch machen. Die fand ich damals schon gruselig. Wie, ich soll da was Gefrorenes einfach reinwerfen? Wasser und Öl sind doch nicht gut. Aber kann man machen. Die guten alten Maßnahmen mit Kochzeiten. Ja, Mann. Mit Moneyboy. Die Abwaschzeit meinst du wohl eher. Kochen sollten wir ja nicht. Kocht, also wir mussten ja immer nur die Behälter wieder sauber machen. Das Essen kam ja aus der Kantine. Good old times. Von mir. Dass du bleibst. Dass du bleibst. Bleibst. Dass du bleibst. Ich muss hier was klarstellen. Okay. Ich musste die sauber machen. Sie haben nur abgetrocknet. Okay, die Klarstellung, die gönne ich dir. Ja. Oh mein Gott. Ich bin gleich Level 36.
Ich darf gleich meinen Rework abholen. Ja, Power, Kraft, Strength. Ja, das stimmt. Ich habe das Abwaschen geoutsourced. Wir danken Darius dafür, dass er abgewaschen hat. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ist der TP-Ersteller abgestürzt? Good old times, das von so einem Jungspund. Ach, ich hab schon so viel erlebt. Ich bin ein alter Mann. Okay. Manchmal fühle ich mich echt, echt alt. Warte mal. Das nicht vergessen. Hä? Was passiert hier? Freu dich auf 30, wenn der Körper anfängt weh zu tun. Ich glaube, ich habe andere Probleme. Ich hoffe, dass mit 30 endlich die ganzen Somaform-Störungen aufhören. Die ganzen posttraumatischen Belastungsstörungen. Die belasten mein Leben, seitdem ich 20 bin oder sowas. Das ist extrem anstrengend und krank. Aber das ist ein deepes Thema. Das ist auch zu deep. Wenn der Körper wehtut, das wäre mir lieber, als wenn das, was im Kopf passiert, passiert. Ich mach mal anderen Song an. Der ist gut. Ein bisschen Power hier. Kraft. Das Päckchen kommt einfach nur drum drauf. Ja, ich hoffe nicht, Mann. Ich bin am Therapie machen. Das wird. Also, momentan habe ich Pause, aber auch so. Ich habe in den letzten Jahren so viel Wissen angeeignet. Jetzt muss ich es nur noch integrieren mit Therapie. Ich habe da eine... Die hat Darius auch tatsächlich geholfen. Ich habe da eine Frau gehabt, die hat mir extrem geholfen bis jetzt. Das war auch von der Maßnahme, aber sie war eine Psychologin und ich habe mit ihr so viele Gespräche geführt. Und jedes Mal so 3-4 Stunden. Und sie hat die ganze Zeit versucht, mich zu therapieren, aber das war nicht genügend. Aber sie hat mich zumindest zurück auf den Planeten gebracht und ich bin jetzt ready für eine echte Therapie, die so richtig deep geht. Mir hat Therapie nicht geholfen. Mein Problem ist, dass ich es immer besser weiß. Verstehe ich. Und darum nie umsetze. Ja, da musst du irgendwie drüber kommen. Ich weiß es auch nicht. Ich habe noch viel vor mir. Aber ich merke, wie mir alles immer mehr egal wird. Wie ich immer mehr wieder in die Realität komme und ja, ich immer mehr ich sein kann. Ist einfach nur dumm, wenn man eigentlich die Lösung kennt, aber es einfach nicht angeht. Ja, aber das ist ja genau der Knackpunkt. Das ist ja exakt das, was... Also ich komplett relatable, Mann. Komplett relatable. Genau das ist das Problem. Du weißt alles. Du hast das komplette Knowledge. Du weißt einfach,
Du wüsstest es, aber es muss halt, das zu wissen bringt nichts. Dann kämpft dein Bewusstsein gegen dein Unterbewusstsein. Oh scheiße, ich hab nicht gechanged. Ich bin Level 36 geworden, Leute. Dann kämpft dein Bewusstsein gegen dein Unterbewusstsein die ganze Zeit. Jetzt kann ich den vierten Inner leveln. Und das ist halt die Schwierigkeit. Man muss das irgendwie, es gibt ja super viele Therapieformen. Die Therapieform, in der ich jetzt war, also in einer ganz normalen Therapie, das ist auch nicht, dass ich bin irgendwann an einem Punkt gelangt, wo ich war, ja, ich weiß das alles, aber es bringt mir jetzt nicht mehr viel. Und dann muss man weitergehen. Dann musst du Traumatherapie oder irgendwie, ja, Tagesklinik, weiß ich nicht. Kommt darauf an, auf welche Therapieform. Aber es gibt ja super viele Therapieformen. Und da muss man dann einfach die richtige für sich finden. Aber ich war auch schon oft, wo ich mir dachte, bin ich überhaupt therapierbar? An dem Punkt war ich schon öfter. Weil es gibt ja den Fall, dass man untherapierbar ist. Aber irgendwie geht es am Ende dann doch immer. Es kommt drauf an, welche Therapieform. Ich habe zum Beispiel mega Angst vom Telefonieren mit Fremden, Termine machen und so, weil die Therapie ist manchmal ja auch mach mal. Ja, ich verstehe das, weil ich verstehe das, habe ich auch. Ich muss mich so zusammenreißen, wenn ich telefonieren muss. Ich tue das auch immer so lange vor mich hinschieben. Und dann habe ich so ganz selten mal den Moment, wo ich mir denke, okay, jetzt mache ich das. Aber wenn man das dann gemacht hat, dann merkt man ja, es war eigentlich ganz easy. Aber das erstmal zu machen, ja, es ist schwierig. Aber man muss dranbleiben, man muss stark bleiben, man muss fest dran glauben. Und dann wird das. 100%. 100% wird das. Und das sage ich nicht nur, damit ich, um es mir selbst, also um dran zu glauben, ich, also als Mindgame, sondern es funktioniert wirklich. Es gibt genug Beispiele, die es beweisen, dass es funktioniert. Es gibt zum Glück inzwischen im Internet genug Education und Vorbilder, die zeigen, es funktioniert. Wenn du wirklich bereit bist. Ich musste neulich bei einer Krankenkasse anrufen. Ich habe 2,5 Stunden vorm Telefon gesessen. Angst, Schweiß, Übelkeit, Resultat. Ich bin ins Auto und hingefahren. Das kannst du dann aber. Ja, das wäre mir dann wieder zu viel. Krass, ja. Ja, diese Übelkeit, diese dauerhafte Übelkeit ist so schlimm. Diese Angstübelkeit. Die hat mein Leben so krank zerstört für ein paar Jahre gehabt. Ich hatte sehr, sehr grausame Jahre ab Anfang Corona. Ich habe das auch schon mal in einem Stream klar, also breit getreten. Da habe ich auch meine alte Wohnung gezeigt und alles. Aber irgendwann kamen halt diese Kopfschmerzen. Ich hatte extrem starke Kopfschmerzen. Immer. Ich habe auch kein... Ihr wisst doch diese... Heißt das Zahn... Wie heißt das nochmal? Zahnschmelz? Ist es das? Also ich habe mir meine Zähne schon komplett weggebissen. Die sind nur noch zur Hälfte und so eine Scheiße. Alles durch diese fucking Panik. Oder ja, ich hatte halt dauerhaft Kopfschmerzen. Ich war komplett verspannt. Ich war einfach ein Betonklotz. Und das einfach die ganze Zeit und immer. Und immer diese extreme Übelkeit. Ich war so am Ende.
Und ich war, und ich habe mich auch ewig gefragt, woran das liegt. Ich habe mir ewig nicht erklären können, auch mega dumm jetzt aus dem Nachhinein, aber ich konnte mir ewig nicht erklären, woran es liegt. Ich habe mir gedacht, ich habe eine Krankheit. Ich habe am Anfang Kopf-MRT und alles gemacht, weil ich dachte, ich habe einen Hirntumor oder sowas. Auch die ersten Panikattacken und sowas, das war alles so krank schlimm. Und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, es muss körperlich sein. Ich hatte kein Bewusstsein dafür, dass die Psyche so etwas verursachen kann. Darauf bin ich erst ganz, ganz später gekommen. Und dann irgendwann habe ich mir die gefragt, was kam zuerst? Geht's mir psychisch so scheiße, weil ich körperliche Symptome habe? Oder habe ich die körperlichen Symptome, weil es mir psychisch so scheiße geht? Ja. Heutzutage, 4, 5 Jahre später, würde ich sagen, posttraumatische Belastungsstörung. Erklärt alles. PTBS. PTBS und ADHS. Ja. Das habe ich aber auch mit meiner Master-Therapeutin alles aufgebröselt. Die hat mir irgendwann gesagt, ja Mann, du hast sehr, sehr wahrscheinlich ADHS und PTBS, aber das musst du in einer richtigen Therapie, an einem richtigen Ort, wo man wirklich Therapie macht, nochmal richtig aufarbeiten. Unter 20 war ich auch ganz anders. Komplett. Mir ging's körperlich super. Mir ging's einfach nur gut. Ich habe mich gefühlt wie ein normaler Mensch, normal lebender Mensch. Ich habe einfach. Aber es ist ja auch Wissenschaft. Es ist auch Wissenschaft. Als Kind kannst du extrem gut deine Traumata und alles beiseite schieben. Da kickt irgendwie der Überlebenssinn. Da merkst du die ganzen Symptome nicht. Du kriegst die erst, wenn du erwachsen wirst. Weil, habe ich letztens in der Doku gesehen, wenn du als Kind traumatisiert wirst, jetzt kommt kurze Vorlesungsstunde. Wenn du als Kind traumatisiert wirst, verändert das deine DNA. An deiner DNA werden die Rezeptoren, die für das Verarbeiten von Stress zuständig sind, werden abgetrennt und dadurch kannst du viel schlechter mit Stress umgehen, wenn du erwachsen bist. Aber das kommt erst, wenn du erwachsen bist. Dann merkst du es erst, dass deine Stressrezeptoren hinüber sind. Und dann prasselt es einfach auf dich ein. Dann der Filter ist kaputt. Das ist krank. Ich wusste das nicht. Ich habe das erst letztens in der Doku gesehen. Und das kann man messen. Das kann man sehen. Das kann man testen. Der Arzt kann das testen. Der kann sich deine Stressrezeptörchen angucken. Wissenschaft. Allerdings war ich da ein Arschloch. Ich war auch ein asozialer Hurensohn in meiner Jugend. Ich war ein asozialer Hurensohn, ein Internet-Troll, jemand, der auf alles und aber auch nicht so richtig. Immer, aber es war auch ein Teil von mir. Ich hatte schon immer den guten Part in mir, aber ich hatte auch den asozialen Hurensohn-Teil von mir. Also in mir. Es hat sich, als ich erwachsen wurde, komplett geswitcht. Also das ist bei mir auch besser. Da haben wir sehr Ähnliches. Okay, Leute. Let's go up nach Wudang. Das muss ich mir jetzt noch gönnen. Leute, das ist mein Moment. What the fuck, you are level 2 skills at the same time. Yeah, you can do.
you can do. I think you have to do this here. Here. Quest. And then I think it was this here. Path of Departed. Leo knows more. Or this. Cloud Record. But any quest, and after you do this, you can do cultivate two guilds at same time at NTP. Ich war vor allem am Arsch zu Frauen, mittlerweile genau Gegenteil. Ich habe auch schon den einen oder anderen Menschen schlecht behandelt, aber nie so richtig schlimm, würde ich sagen. Ich hatte nur eine ziemlich kriminelle Jugend. Good catch-up element. Nice little feature. Very nice little feature. Came some updates ago. Okay, Leute. Oh mein Gott. Ja! Reverse! Rewalk! Geil, Mann. Der gibt gerade mal 3000 auf Stufe 1. Ja. Mein Rework Inner. Direkt mal Seite 2 holen. Den hier muss keine. Ja, dafür brauche ich Dings. Dann brauche ich jetzt dieses Buch hier, glaube ich. Yay! Und da kommen jetzt diese Punkte rein, ne? Kann ich das direkt schon machen? 100 Experience bekommen, geil. Reingemacht. Kann ich das nochmal machen? Ne, nur 100 am Tag, ne? Geil. Es dauert das 6 Tage, um ihn auf Level 2 zu machen. Aber trotzdem geil. Geschafft, Leute. Ich habe endlich meine erste Seite Rework. Die ersten 2 Seiten Rework. Dann fehlen nur noch der Inner, den ich jetzt level. Den habe ich schon komplett freigeschaltet nach 49. Und dann der 5. Inner. Quest Data und Marketplace und Sushu, okay. Aber die Leute auf TikTok haben mir gesagt, es gibt gar keine psychischen Störungen, also muss es ja stimmen. Klar, gibt's nicht. Das habe ich früher auch geglaubt. So, man hat als Kind halt seine Strategien, wie man einfach seine komplette Psyche beiseite stellt. Ich hab, glaube ich, in der 7. Klasse habe ich noch mit meinem Kollegen darüber geredet. Leute haben keine Depressionen. Leute pillen sich das ein, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Leute. Aber man hat seine Strategien als Kind. So habe ich halt, bin ich damit umgegangen, mich nicht mit meinen Traumata auseinanderzusetzen. Aber Leute, das ist ganz schön deep geworden hier jetzt. Ein Up und Down, wie immer bei Multi-Streams. Wir machen eine Menge. Whoop! Wir machen eine Menge. Aber das ist doch geil. War ein süßes Gespräch. Aber jetzt gehe ich offline, Leute. War's heute mit Multi. Ich hoffe, ihr habt heute viel gelernt. Ich hoffe, ihr wolltet heute gut unterhalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Leo, vergesst nicht, falls du den alten Moti nochmal sehen möchtest und vielleicht nicht nur Age of Wushu, sondern dann in den richtigen Streams. Ich glaube, ich habe hier unter dem, wenn du runter scrollst, ist mein Hauptkanal auf Twitch verlinkt. Dem könntest du ein Follow dalassen. Ansonsten, all you, don't forget to follow. Thank you for viewing me and bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wir versammeln uns gemeinsam, gemeinschaftlich und miteinander
um diepe und crazy Streams zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, Leute. Bye, bye. Ich vermisse Aki. Wo sind Aki und Darius? Leute, ich kann nicht Tschüss sagen, wenn ihr nicht Tschüss sagt. Leute? Okay, okay. Okidoki, bis deine Antenne. Bis deine Antenne. Okay. Aki macht das jetzt extra, damit ich nicht offline gehe. Okay, Leute. Tschüss. Peace. Bis zum nächsten Mal. Es war ein sehr